Dass alles hier so super läuft, der Organisationsleiter Florian König vom Union Radrennteam Pillachtal. Du und dein Team haben unglaubliche 900 Stunden Vorbereitungszeit gehabt, haben sich richtig hier ins Zeug gelegt, um dieses Rennen stattfinden zu lassen. Ja, genau. Also wir beginnen immer wieder im Oktober, November mit den ersten Vorbereitungen. Da nimmt man es dann noch nicht so ganz so ernst, aber desto näher dann die Veranstaltung kommt, desto umfangreicher wird es dann. Und ja, ich bin sehr froh, dass auch wir Unterstützung haben vom Landesradsportverband Niederösterreich. Also die waren da als Teamkoordinatoren dabei, haben vermutlich tausende E-Mails beantwortet, tausende Fragen von den 42 Teams, die bei der Rundfahrt dabei sind. Und ja, ich denke, es ist eine coole Zusammenarbeit und hoffe halt, dass es dann auch die weiteren Jahre so fortgeführt wird. Ihr hattet ja eine große Challenge, was Corona natürlich betrifft. Es gibt ein strenges Corona-Konzept, eine eigene Teststraße habt ihr eingerichtet, das nicht nur für die ganze Organisation, sondern auch für die Teilnehmerinnen natürlich und den Nachwuchs hier, die Sicherheit natürlich an erster Stelle steht. Ja genau, du hast es bereits angesprochen. Also wir mussten ein sehr umfangreiches Covid-Konzept schreiben. Das wurde dann eben dem Bundesministerium vorgelegt und die haben uns dann relativ rasch, Gott sei Dank, das Go gegeben, dass wir eben eine internationale Spitzenveranstaltung sind, die auch nationales Interesse hat. Und somit war es dann ein bisschen einfacher wie jetzt eine normale Hobby- oder Touristikveranstaltung, aber nichtsdestotrotz, Covid hat uns sehr viele Stunden an Zeit gekostet und morgen müssen dann eben alle Teilnehmerinnen, Betreuer, sportliche Leiter zu unserer eigens eingerichteten Teststraße. Da möchte ich mich auch ganz herzlich bei der Gemeinde Marktdorf Heindorf bedanken, beim Fritz Hofenauer, beim Bürgermeister, bei der Gerlinde Birkmeier, bei der Vizebürgermeisterin, die da eben federführend waren und uns das so toll ermöglicht haben. Noch ganz kurz zum Sportlichen. Wir haben es gerade angesprochen, die Polinnen sind hier mit einer starken Mannschaft hier mit dabei, aber auch der österreichische Nachwuchs und die österreichischen Frauen, man denkt an das österreichische Nationalteam, die wollen hier heute wirklich viel bei der zweiten Etappe. Ja genau, also wir haben es Nachwuchs-Nationalteam dabei, ist die Verena Eberath, die Bahnfahrerin dabei, die wird sich sicher morgen und übermorgen dann was verhoffen. Gestern hat die Gabriela Erhardter vom Union Raiffeisen Radteam Tirol einen 10. Platz eingefahren und das ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut, wenn man sieht, dass die Siegerinnen 46 Schnitt gefahren sind. Also Hut ab vor den Polinnen und es werden sicher noch drei spannende Etappen werden. Ich sage vielen Dank Florian König, vielen Dank Jürgen Brettschneider. Wir freuen uns auf einen spannenden Start der zweiten Etappe hier in Stephansharth. Es geht über 76 Kilometer und es wird richtig schwer. Man denkt an die Steigung bis ins Ziel von 16%. Also wir sind auf jeden Fall hier am Anfeuern und sagen liebe Grüße zu euch zurück ins Studio an Uwe und Thomas. Ja, vielen Dank, liebe Michaela Meyer vor Ort für uns im Einsatz. Und wir freuen uns natürlich auch hier auf die zweite Etappe bei der Sportland Niederösterreich Women's Tour. Und ich glaube, Thomas, noch einmal zurückkommen auf dieses Zeitfahren gestern. Das war natürlich schon sehr, sehr spannend. Und ich würde jetzt sagen, die Spreu vom Weizen hat sich schon ein bisschen getrennt heute von der zweiten Etappe. Aber es gibt Abstände und das heißt natürlich unterschiedliche Rennansichten und Taktiken für die zweite von vier Etappen heute. Ja, zuerst einmal wunderschönen guten Nachmittag, Uwe, und wunderschönen guten Nachmittag auch an die Zuseherinnen und Zuseher, die auch heute wieder im Livestream mit dabei sind mit uns. Und ja, du hast schon angesprochen, gestern drei Fahrerinnen vom TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team an der Spitze. Wir werden sehen, wie es die drei Damen heute angehen, oder besser gesagt, die sechs Damen sind ja zu sechs hier, aber drei Damen sind in der Gesamtwertung vorne und es wird spannend. Also die anderen Teams sind jetzt einmal unter Zugzwang und ja, die müssen reagieren. Die müssen nachziehen. 76 Kilometer heute die Etappe. 10 Runden werden gefahren, pro Runde circa 76 Höhenmeter. Ja, an alle Zuseherinnen auch einen wunderschönen Nachmittag hier von mir im Sportland Niederösterreich. Livestream, aber natürlich auch bei unseren Kollegen von K19. Jetzt herzlich willkommen an alle Zuschauer, die jetzt schon mit dabei sind bei der Sportland Niederösterreich Women's Tour. Ja, was erwartet uns heute? 10 Runden sind es, wie gesagt, insgesamt die gefahren werden. Ein 7,6 Kilometer langer Kurs. Relativ flach und zum Schluss, am Ende der Runde, gibt es jeweils einen kurzen, knackigen Anstieg, das heißt, der wird 10-mal gefahren. Ja genau, das ist ein ca. 500 Meter langer Anstieg mit 16% maximaler Steigung, also darf man nicht unterschätzen im Großen und Ganzen, das hast du schon erwähnt, ein flacher Kurs und ja, wir sind gespannt, wie es wird. Windmäßig ist es heute weniger
anstrengend als erwartet. Wir haben ca. 10 km/h Wind, also sollte nicht das große Kriterium der Wind sein. Also wird hier der Scharfrichter dann der Schlussanstieg rauf ins Ziel in Stephansharz sein. Und es kann sich natürlich taktisch einiges tun, auch bei den Damen, denn wie gesagt, 20 Teams sind mit dabei. 4 davon aus Österreich, 8 aus Deutschland, die Schweiz haben wir mit dabei, slowakische Teams, tschechische Teams, ungarische Teams und so weiter. Und jede hat natürlich andere Ziele. Eines ist natürlich klar, um einen Gesamtsieg für das gelbe Trikot, da wird sich wahrscheinlich eine von den polnischen Teams hier den Sieg holen wollen. Um die anderen geht es natürlich aber auch noch. Das blaue Trikot für die beste Bergfahrerin gibt es auch zu gewinnen und das rote Punktetrikot. Und ich glaube, da werden viele auch noch drauf schielen. Ja, vor allem ums Bergtrikot geht es heute. Da gibt es einige Punkte, die vergeben werden bei der Bergwertung in Stephansharz. Und da hat ja noch keine Fahrerin bisher Punkte sammeln können, genauso in der Sprintwertung. Und ich glaube, da gibt es heute den Kampf um die beiden Trikots, also ums Sprinttrikot und auch das der Bergwertung. Wir werden natürlich sehen, die Damen im Bergtrikot, die gibt es schon, aber die Punkte wurden, wie gesagt, noch nicht verteilt. Das gelbe Trikot für die Gesamtführende, das rote Trikot für die punktebeste Fahrerin und das Bergtrikot, das trägt die gestrige Drittplatzierte, das ist das blaue Trikot, das es bis jetzt zu vergeben gab. Und da schauen wir dann in wenigen Minuten rein. Es geht los um 15.15 Uhr. Geplant war ja eigentlich der Start schon um 15 Uhr, aber die Kids, der Kids-Tour, sind natürlich auch schon unterwegs gewesen auf ihrem Rundkurs. Die haben ein bisschen länger gebraucht. Taktisches Rennen. Ja genau, die Kids sind 6 Runden gefahren auf dem Rundkurs, auf dem die Damen dann 10 Runden fahren. Und da gibt es erfreuliche Nachrichten für die Österreicher. Valentin Sobel hat da die zweite Etappe der Sportland Niederösterreich Kids-Tour gewinnen können. Er gewann vor Martin Haluschka. Die waren zeitgleich im Ziel und eine Sekunde dahinter Lenny Karstedt aus Deutschland, also eine Sekunde dahinter, und auf Rang 4 dann, müssen wir sagen, die beste Dame, Lara Lina, die gestern das Zeitfahren gewonnen hat, die Dame aus der Schweiz, also auch eine beachtliche Leistung von ihr. Und jetzt sehen wir die Damen hier schon bereit auf der Startlinie. In wenigen Minuten geht es also los, diese 76 Kilometer lange Etappe. Und da kann sich natürlich vor allem auf diesem 10 Kilometer Rundkurs einiges tun. Was glaubst du jetzt, wie werden sie es anlegen, 10 Runden zu fahren? Wird da jemand von Anfang an vorne wegpreschen oder wird da ein bisschen mal hineingefühlt, hineingetastet? Wie ist man drauf? Wie geht es einem? Und schaut man mal ein, zwei Runden das Ganze an. Ja, ich kann mir vorstellen, dass doch relativ aktiv vom Start weg geht, also dass die Damen gleich probieren werden, die Damen vom Pacific Nestle Fitness Cycling Team da unter Druck zu bringen, und deswegen hoffen wir es auf einen schnellen Start hier bei den Damen. Aktuell wird ja auch noch woanders Rennen gefahren, ich glaube, da weißt du ein bisschen mehr. Alles klar, da sind wir natürlich auch live drauf, denn bei der Tour de Dauphiné sind noch 11 Kilometer zu fahren. Lukas Pöstlberger, der war bis gestern noch in Gelb, jetzt im virtuellen Zwischenklassement ist er das momentan nicht mehr, aber das war klar, das hat er gestern selber gesagt, dass er heute nur als Anfahrer, als Helfer mit dabei ist für Wilko Keldermann und für Patrick Konrad. Dazu schauen wir aber später noch dazu, dort gibt es noch 10 Kilometer zu fahren. Jetzt starten die Damen in Kürze über ihre 76 Kilometer. Vor Ort die Temperaturen 25 Grad, fast kein Wind, vielleicht kommt da noch was dazu, sonnig auf der ganzen Strecke, und das ist natürlich auch dieser Temperaturunterschied aus den letzten Wochen, der da gekommen ist, dieser Temperaturschub. Wie ungewöhnlich ist das für die Damen oder auch vielleicht wie unangenehm? Wir haben das gestern schon einmal kurz thematisiert, es ist auf jeden Fall angenehmer, dass es jetzt warm ist und zuvor kalt war, blöder wäre es, wenn es zuvor in der Vorbereitung die ganze Zeit warm gewesen wäre und jetzt dann regnen würde. Also ich glaube, von dem her kann sich niemand der Damen, die heute jetzt am Start sind, beklagen, und die werden alle froh sein, dass das Wetter passt. Wir sehen da leichte Schäfchenwolken am Horizont über Stephansharz. Da sehen wir jetzt nochmal das ganze Teilnehmerinnenfeld, sind ja weit über 100 Starterinnen hier in Niederösterreich bei der Sportland Niederösterreich Women's Tour mit dabei, und für die geht es dann in Kürze los. 76 Kilometer, 163 Damen waren insgesamt auf der Nennliste vor dem gestrigen eröffneten Zeitfahren noch. Gestern waren dann 114 mit dabei, jetzt haben wir noch 112 mit dabei, die heute über diese zweite von 4 Etappen bei der Sportland Niederösterreich Women's Tour an den Start gehen werden. Und auch die können es natürlich kaum noch erwarten, denn auch für die, es hat nicht allzu viele Damen-Profi-Rennen auch im Umland von Österreich gegeben, und ich glaube, auch für die ist das was Besonderes, hier an den Start zu gehen. Ja, bestimmt. Also die sind alle bereit, heute an den Start zu gehen, und für die, haben wir schon gestern besprochen, ist das auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung hier in Niederösterreich, und die versuchen ja in Zukunft dann vielleicht etwas höher zu kommen als Kategorie, also eventuell einmal ein UCI-Rennen. Hoffen wir es, dass das den Veranstaltern rund um Florian König gelingen kann und dass wir dann in Zukunft ein UCI-Rennen hier im Raum St. Pölten durchführen können. Wie gesagt, die Beste momentan, die Gesamtführende, sehen wir hier in der Mitte des Bildes im gelben Trikot. Das ist Carolina Kumjäger mit einem momentanen Vorsprung von ca. 7 Sekunden auf Arela Nerlo und auf Carolina Karasiewicz. Dreifachführung für
Polen und dreifach Führung für das polnische TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team. Die sind natürlich auch heute wieder klare Favoriten, nicht nur auch im Gesamtklassement auf der Einzelwertung, sondern auch in der Teamwertung sind die klarerweise zu favorisieren. Die beste Österreicherin momentan auf Platz Nummer 10, das ist Gabriela Eharter vom Union Raiffeisen Rad Team Tirol und die wird natürlich auch versuchen, hier mitzufahren, anzugreifen. Bin gespannt, was die für eine Taktik wählen. Ja, Gabriela Eharter war schon Dritte beim Auftakt der Bundesliga in Leonding und die will heute auch bestimmt vorne mit dabei sein. Ist ein Kurs, der liegen könnte, kann ich mir vorstellen. Und ja, da sind wir gespannt, wie es dem Union Raiffeisen Radteam Tirol an diesem Tag geht. Da sehen wir jetzt einmal vorne in der ersten Reihe die vier Trikotträgerinnen im gelben Trikot. Ist es die Siegerin von gestern, Carolina Kumjäger vom TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team mit ihren beiden Teamkolleginnen Aurela Nerlo und dann noch Carolina Karasiewicz, die hier im blauen Trikot von Divinix in der Mitte steht. Und dann noch mit dabei die beste Juniorin, die haben wir gestern nicht erwähnt, Antonia Niedermeyer vom Team Mangatz Eder aus Bayern. Die trägt das weiße Trikot, gesponsert von Raiffeisen. Die sehen wir ganz rechts. Auf die können wir dann später auch noch etwas genauer eingehen. Ist Weltmeisterin im Skibergsteigen in der U20-Kategorie, die Dame aus Deutschland. Ein Multitalent, Toni Pfalzer bei den Damen. Wir haben, wie gesagt, die vier Damen in den jeweiligen Trikots, in den Winning Jerseys in der ersten Reihe. Das ist üblich so im Radsport. Vorher hat es natürlich auch die Präsentation gegeben. Eine Stunde lang circa sind hier vor Ort in Stefan Saad die Teams präsentiert worden bei den Damen. Circa 40 Sekunden noch bis zum Start. Noch einmal einen wunderschönen Nachmittag an alle Zuseherinnen und Zuseher im Livestream hier auf Sportland Niederösterreich TV, aber natürlich auch bei unseren Kollegen von K19. Ein herzliches Dank jetzt schon fürs Zuschauen. Das ist die Sportland Niederösterreich Women's Tour. Gestern mit dem Zeitfahren das Ganze eröffnet worden über die 14,6 Kilometer. Heute 76 Kilometer. Morgen dann die dritte Etappe und am Sonntag abschließende 93 Kilometer. Aber jetzt freuen wir uns auf den Start und geben hinein in den Startbereich. Wie gesagt, dürfen wir alle ein bisschen mitzählen. Von 10 runter, dann 10 Runden. Warten wir auf ein spannendes Damenrennen jetzt hier. Also, good luck for the ladies. And please be careful. We don't will have an accident. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! So, 112 Damen, meine Damen und Herren, setzen sich jetzt hier in Bewegung. 112 Riders are in the race. Kilometer langen Kurs. 112 Damen sind mit dabei, übrigens auch die meisten von ihnen untergebracht in St. Pölten im Sportland Niederösterreich, Trainingszentrum dort im Gästehaus und dort haben sie natürlich auch eine super Unterkunftsstätte gefunden. Die du mir heute schon gezeigt hast. Wunderbar, oder? Eine super Sportstätte. Also man muss dazu sagen, St. Pölten hat wirklich was beim Sport weitergebracht. Diese Sportstätte, dieser eine Quadratkilometer für Sportlerinnen und Sportler aus unzähligen Sportarten ist natürlich eine Trainingsheimstätte und Wettkampfheimstätte geworden, die es so meiner Meinung nach selten in Österreich gibt. Und da geht es gleich relativ flott bergab dorthin. Ich glaube, da kann man schon einiges dazu sagen. Da sehen wir jetzt das, was wir gestern angesprochen haben. Gestern hat die Rennleitung noch diskutiert, ob man gleich scharf starten wird, also vom Start weg das Rennen freigibt oder neutralisiert die ersten paar Meter runterfahrt. Da sehen wir jetzt, die Abfahrt dürfte in Kürze beendet sein und dann wird das Rennen wahrscheinlich offiziell durch den Rennleiter gestartet. Im vorderen Auto, das sollte Thomas Konetzny sein, ist hier der Zweier-Rennleiter. Präsident der Jury ist Paul Ibi aus Niederösterreich. Der ist im Auto, das hinter dem Feld nachfährt und dahinter sind dann die ganzen Autos im Konvoi aneinander hintereinander gereiht. Da sehen wir jetzt gleich leicht bergauf und in Kürze sollte dann das Rennen freigegeben werden. Wir sehen natürlich auch hier erstens einmal die ersten Meter von der Strecke. Wir können uns auch wunderbar die Straße anschauen. Wir sehen hier ein bisschen neu gemacht, ist schon vorne ein bisschen planiert, aber grundsätzlich eine schöne Strecke und das Tolle, auch wie gestern wieder, alles komplett abgesperrt und das ist auch nicht immer so üblich, muss man dazu sagen. Ja, das ist sehr schwierig, aber hier ist es den Veranstaltern gut gelungen, dürfte eine Straße, die nicht so stark frequentiert ist, sein. Da sind wir ja schon
in der Nähe von der Donau, wo dann die Grenze zwischen Niederösterreich und Oberösterreich ist. Hier befinden wir uns noch auf der niederösterreichischen Seite in der Gemeinde Adacker, nicht weit entfernt von Amstetten, ist circa eine Dreiviertelstunde im Auto von St. Pölten entfernt. Und ja, da sehen wir jetzt mal eines der Vorausfahrzeuge. Und auch eine der wenigen kritischen Stellen dieser Runde, muss man auch dazu sagen, immer natürlich beim Radsport die 90-Grad-Kurven, vor allem wenn man hier in der Masse dahin kommt und irgendwo im hinteren Drittel vielleicht noch mitfährt und Kurven nicht immer so direkt erkennen kann. Vor allem, wenn es dann später nach Runde 6, 7 geht und die Beine dann doch schon etwas müder sind. Schauen wir uns an, wie dieser Kurs geht. Das Feld ist jedenfalls quasi freigelassen, es ist neutralisiert worden, entneutralisiert. Und damit, glaube ich, werden die Damen die ersten Kilometer einmal, so wie es momentan aussieht, im Peloton bleiben. Noch keine hohe Frequenz hier zu sehen. Relativ niedrige Zahlen. Ich glaube, die schauen sich die erste Runde einmal gemeinsam an. Und wir schauen natürlich mit hier auf dem Streckenprofil. Schauen wir uns mal den Kurs an. Wir sind jetzt auf der Landesstraße 6058, genau, bei Au. Da werden sich einige Damen denken, Au, das tut weh, aber jetzt noch nicht in dieser Runde hoffentlich. Dann geht es einige Zeit, also einige Kilometer auf dieser Straße entlang. Und dann kommen wir vorne zu einer Kreuzung, wo es rechts Richtung Leitzing gehen würde. Aber wir biegen dann links ab zurück Richtung Stephanshardt, das ist dann auch das Ende der L6058. Dann haben wir aber verwinkelte Kurven und dann geht es nach Empfing vorbei am Haus am Bächle und dann die letzten 500 Meter mit 16% rauf Richtung Start-Zielpassage und dort werden dann in den Runden 3, 6 und 9 die ersten drei Fahrerinnen, die da durchfahren, prämiert mit 3, 2 und einem Punkt und da ist dann der Kampf um das Bergtrikot eröffnet. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit natürlich. Gestern, wie gesagt, 14,6 Kilometer im Zeitfahren, heute 76 Kilometer morgen, dann Start um 12.15 Uhr hier bei uns im Livestream, 80 Kilometer rund um Markusdorf-Heindorf und dann am Sonntag 8.45 Uhr bereits Start, auch vier unterschiedliche Startzeiten, muss man auch dazu sagen, also auch unrhythmisch. Das ist ungewöhnlich, ja. Vor allem der Sonntag wird dann sehr ungewohnt, wenn man da so früh aufstehen muss. Man versucht jetzt circa 3 Stunden vor dem Start das letzte Mal zu essen, damit der Magen nicht allzu sehr belastet wird. Und da heißt es dann schon früh aufstehen für die Damen. Also vor 6 Uhr dann wahrscheinlich das Frühstück für die Damen am Sonntag. Ich hoffe, hat es gepasst für das Frühstück. Also die Versorgung ist natürlich heute auch eine Frage. Und natürlich auch die Konvoi-Fahrzeuge bei den Damen, das haben wir auch immer wieder angesprochen. Gestern hat es das natürlich nicht gegeben beim Zeitfahren, auch viel zu kurz die Geschichte. Und heute sind aber die Mannschaftsfahrzeuge mit dabei. Genau, gestern gab es die nicht und heute sind eben die sportlichen Leiter mit ihren Fahrzeugen perfekt. Super Bilder, da sehen wir es jetzt. Da sehen wir als erstes Auto hinter dem Feld. Das ist das Auto des Rennleiters, des Präsidenten der Jury, also der Chefrennleiter sitzt da drinnen. Dahinter dann das nächste Auto, das ist der Arzt. Dann kommt der neutrale Mechaniker und dann beginnt man mit den Konvoi-Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis zur letzten Nummer. Und das wird so gelistet, also nach der bestplatzierten Fahrerin im Einzelgesamtklassement. Somit haben wir das Team, das gestern gewinnen konnte, als Auto Nummer 1, also mit der Startnummer 1, Pacific Nestle Fitness Cycling Team. Dann dahinter mit der Nummer 2, Gießen Bieler und dann mit der Nummer 3, Team Stuttgart, dann Matt Atom. Und dann Team Mangazet und so weiter und so fort. Und so ist das dann hier aufgebaut im Konvoi bei den Damen. So ähnlich ist es auch bei den Kids vorhin gewesen. Also auch da gibt es Konvoi-Nummern für die Autos. Nicht alle Teams haben jetzt ein Fahrzeug mit. Mit einem Bus könnte man nicht mitfahren. Also man kann mitfahren, muss dann aber automatisch ganz hinten an der letzten Position fahren. Ansonsten wird man da den Blick der den Blick der sportlichen Leiter auf das Fahrerfeld verwehren. Und darum hat man sich darauf geeinigt, dass man die großen Autos, also die Busse meistens dann ganz hinten nachfahren lässt und die Autos dürfen vorne fahren. Und da kommen wir jetzt einmal erstmalig in den Wald. Kleine Teile sind ja davon, allzu lange sind wir dann auch nicht mehr hier vor diesem Anstieg weg. Und wie gesagt, 3 solcher 90-Grad-Kurven haben wir auf dieser 7,6 Kilometer langen Schleife auch mit dabei. Und ich glaube, für einige Damen ist es nicht unbedingt, oder ist es noch gewöhnungsbedürftig, überhaupt im Peloton zu fahren. Das heißt, relativ hohe Geschwindigkeiten dann doch auch, wenn man im hinteren Drittel fährt und das auch im Training nicht immer so übt. Ich glaube, das ist auch eine ungewöhnliche Sache und man fühlt sich vielleicht nicht immer so wohl. Ja genau, in Österreich findet man selten so große Starterfelder. Jetzt mit der Schaffung der österreichischen Bundesliga für die Damen hat sich da einiges getan. Also die österreichischen Damen haben jetzt öfters die Möglichkeit, in so großen Feldern zu fahren. Im Ausland passiert das öfters, vor allem in Tschechien jetzt.
Und sonst in Österreich ist zum Beispiel eine Lösung, dass jetzt die Damen mit den U17 männlich Fahrern mitstarten. Da hat man dann ein Starterfeld um die 50 Fahrer circa, wenn also Damen und männlich U17 gemeinsam fahren. Und wir schauen natürlich gleich wieder den Start-Ziel-Bereich. Interview bei Michaela Meyer, denn wir haben natürlich immer wieder Gäste vorbereitet. Ja, wir sind im Startzielbereich sozusagen. Wir haben uns ein bisschen ein ruhiges Plätzchen gesucht, dass die Musik da nicht so laut ist. Neben mir der Bürgermeister von Stephanshardt, Hannes Bressel. Stephanshardt ist internationale Bühne heute, kann man so sagen. Also 9 Nationen hier mit dabei. Österreichs einziges Etappenrennen für Frauen und das Sportland Niederösterreich, insbesondere Stephanshardt im Mittelpunkt heute. Wie stolz macht das den Bürgermeister? Das macht der Bürgermeister grundsätzlich sehr stolz, wobei man ein bisschen korrigieren muss, wir sind da in der Gemeinde Ardacker und Stephanshardt ist ein Ort aus der Gemeinde, aber natürlich die Lorbeeren hat heute Stephanshardt. Ja, wir freuen uns sehr, es ist natürlich ein großer organisatorischer Aufwand. Ich bin grundsätzlich auch allen sehr dankbar, die hier mitgeholfen haben und vor allem auch an der Strecke, weil es doch auch den Normalbetrieb in so einer Gemeinde beeinträchtigt. Aber ich glaube, das Ergebnis ist es wert. Ja, wir ermöglichen jungen Menschen auch dem Frauenradsport hier eine Bühne zu haben und sich auch sportlich auseinanderzusetzen und das macht uns schon stolz. Österreich kann man sagen, der Vorteil war ja der Corona-Pandemie, dass immer mehr Österreicher aufs Rad umgestiegen sind. Die ganze Familie fährt immer mehr Rad in Österreich, speziell auch in Niederösterreich. Was wird denn da gemacht für den Tourismus, dass man so, sag ich jetzt einmal, wenn man überlegt, möchte ich einen Urlaub machen, hier nach Niederösterreich kommen, nach Ardacker, Stephanshardt? Naja, bei uns ist natürlich der Freizeitsport das Thema. Ja. Wir haben an der Donau natürlich auch Radwege, ja, sowohl herüber der Donau auf der niederösterreichischen Seite, man kann aber auch ganz tolle Runden ins benachbarte Oberösterreich machen. Und der Donauradweg geht hier mitten durch, also das ist für uns ein Hotspot. Wir sind aber auch Mostregion, wir befinden uns ja hier im Mostviertel. Und das Getränk ist ja nicht nur namensgebend, sondern das gibt es hier bei den Wirten, bei den Heurigen. Ja. Also auch Mosttouren auf den Spuren der Moststraße, das ist auch unser Thema. Da gibt es auch bei uns das Mostbirnhaus in Stift Ardacker, wo ich natürlich auch gerne einlade dazu. Und dann ist es natürlich eine wunderbare Landschaft zum Wandern, zum Flanieren. Und man hat hier auch, also wir sind da auch sehr stolz, durchaus auch sehr gute Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, ja, wo es einfach ein paar Tage zum Ausspannen ist. Ja. Ob's Urlaub am Bauernhof ist oder ob es ein gehobener Hotel- und Restaurantbetrieb ist. Also das können Sie in Ardacker alles erleben. Ardacker, Stephanshardt, einfach mal googeln, man kommt schon auf die besten Seiten. Auf jeden Fall ist die Region hier im Zentrum dank des Livestreams, den man ja hier toll verfolgen kann. Fans vor Ort leider Corona-bedingt nicht wirklich erlaubt, aber eben im Internet kann man sich das alles genau anschauen, sich die schöne Region hier, die Landschaft genießen und dann nicht nur den Profi-Radsport hier mitverfolgen, sondern vielleicht auch einmal einen kleinen Urlaub hier wagen in der Region. Würde uns freuen. Zurück zu euch ins Studio. Vielen Dank, Michaela, und natürlich an alle, die mit dabei sind im Sportland Niederösterreich Livestream und bei K19 Sturz. Ah, auf die Schnelle haben wir nicht erkennen können, wer das ist, aber ich glaube, ein grünes Trikot war es. Vielleicht jemand von La Musette Cycling. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Und das nämlich auch an einer ganz schlechten Stelle, kurz vor dem Anstieg. Boah, und da kann man unglaublich viel Zeit gleich verlieren. Hoffentlich ist da nichts passiert und hoffentlich sind auch die Fahrzeuge vom Konvoi gleich dort. Ja, wenn sie schnell am Rad ist, dann sollte eigentlich nicht viel passieren. Denn hier am Anstieg sehen wir, da sind natürlich auch die Autos etwas langsam unterwegs und da hat sie nicht so den Stress, in den Fahrzeugen zu bleiben. Mehr Stress bekommt sie dann, wenn es bergab geht, aber wenn sie da im Windschatten ist, sollte das kein Problem sein. Wir sehen jetzt ja schon, also in der ersten Runde gibt es schon solche Probleme hinten am Ende des Feldes. Das ist der 500 Meter lange Anstieg mit maximal 16%. Der wird knackig sein, der wird wirklich knackig sein. 10-mal, wie gesagt, ist dieser Anstieg hier zu fahren heute. Und jetzt haben wir hier wunderbare Bilder von vorne. Da sehen wir auch hier die hügelige Landschaft von Ardacker und von Stephanshardt in der Umgebung. Boah, sind wir natürlich gespannt, wer sich hier, naja, sagen wir so, noch nicht so gut fühlt in den Bergen, in den Hügeln eher und wer da gleich von Anfang an wegfällt. Denn man sieht natürlich vorne jetzt auch schon die Gesamtführende hier rechts vorne und ihre Teamkolleginnen in Weiß. Die wollen anscheinend nicht viel anbrennen lassen. Ja, wir sehen jetzt einmal ein breites Feld, das bedeutet, dass das Tempo nicht allzu hoch sein kann. Jetzt sehen wir mal die befestigte Kamera, also die Damen kommen in Kürze zum ersten Mal durch. Da sehen wir eine Hand in die Strecke stehen.
Das wird jetzt anzeigen, noch neun Runden zu fahren. 10 Runden gibt es ja hier am 7,6 Kilometer langen Kurs zurückzulegen rund um Stephanshardt. Da, wo im Jahr 2018 die österreichischen Staatsmeisterschaften im Einzelzeitfahren stattgefunden haben. Aber eines sehen wir schon hier, da sind vielleicht jetzt noch 60, 70 Fahrerinnen mit dabei und der Rest, der ist schon dabei, ein bisschen abzureißen. Wie gesagt, gestern noch einmal zusammenfassend, 114 Damen sind bei diesem Zeitfahren über die 14,6 Kilometer ins Ziel gekommen, alle innerhalb von 4 Minuten und 30. Und ich glaube, diese Leistungsunterschiede, die spürt man auch jetzt hier schon. Ja, Marlene Brandmeier mal kurz hinten gesehen, die Fahrer mit der Startnummer 110 vom Union Radrennen in Pilachtal. Kann man aber vorstellen, dass die Damen dann wieder reinrollen. Hinten werden wir sehen, wie es da jetzt weitergeht, vorne an der Spitze. Ob das Tempo jetzt etwas beschleunigt wird oder ob das Feld weiterhin vorne breit auf der Straße unterwegs ist, was bedeuten würde. Und wieder ein Sturz, oder ist da wieder was passiert? Startnummer 35, Teresa Biroschowa vom Nationalteam aus der Slowakei hat da Probleme gehabt. Also da geht es ganz schön rund jetzt in den ersten Runden hier auf der zweiten Etappe in Niederösterreich. Und jetzt sind wir hier, glaube ich, am Schluss natürlich auch noch dran. Und unsere Kameras sind natürlich überall auf der Strecke verteilt und das hat natürlich auch sehr viele Vorteile. Wie gefährlich schätzt du jetzt solche Abfahrten ein? Ja, nicht allzu gefährlich. Das Tempo ist sehr hoch, das sehen wir. Also ich glaube, da kann man Geschwindigkeiten um die 90, 100 km/h wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, aber 90 km/h können da die Damen schon drauf bekommen. Sehe ich nicht so gefährlich, diese Abfahrt, da gibt es fast keine Kurven, also von dem her soll es keine großen Probleme geben. Und jetzt würde mich einmal ein Bild von vorne interessieren, vom Hauptfeld. Vielleicht können wir das irgendwie zusammenbringen. Ah, jetzt sehen wir es. Also vorne versucht sich eine Dame abzusetzen, aber Feld ist weiterhin in über die ganze Straßenbreite also unterwegs. Und das Feld ist vorne quasi vorhanden. Eine Dame versucht hier einen kleinen Ausrissversuch über die 90-Grad-Kurve, hier nach circa 3 Kilometern auf dieser Schleife. Wieder hier vom Lamusette Cycling Team können wir da, glaube ich, jemanden erkennen in diesen grünen bzw. türkisen Trikots. Da sehen wir die Zwischenstände. Eine Runde gefahren, 7,6 Kilometer, circa in 12 Minuten geht hier das Spitzenfeld durch. Carolina Karasiewicz, die Drittplatzierte momentan, geht hier momentan durch. Wir sind natürlich schon wieder hier mit einem weiteren Interview verbinden, also bitte, Michaela, zu dir. Neben mir Martin Grossinger von der Raiffeisenbank Region Amstetten. Wir sind in einer wirklich schönen Region hier bei uns und wir können sagen, Raiffeisen ein ganz wichtiger Partner des Radsports und ein ganz wichtiger Partner der Sportland Niederösterreich Women's Kids Tour 2021. Wie wichtig ist Raiffeisen der Sport in der Region? Ja, also herzliches Grüß Gott einmal auch von Raiffeisen Region Amstetten. Sie haben es gesagt, Sie sind im Herzen vom Mostviertel da unterwegs. Der Sport, der ist sehr wichtig und mich freut es wirklich, dass gerade heute die Jugend, nämlich die Kinder und die Damen da hier ihr Können zeigen. Und ich habe da schon Beachtliches gesehen, ich habe da schon ein paar Runden vorbei gesehen, also wirklich Hut ab, was da geleistet wird. Und für uns als Raiffeisen ist Nachwuchs, Jugend, sportliche Aktivität, Freizeitgestaltung extrem wichtig und haben große Vorbildwirkung, die Damen und Herren oder junge Leute. Raiffeisen ist ja auch der Trikotsponsor für die beste Juniorin. Das heißt, Raiffeisen ist es generell wichtig, den Nachwuchs in Österreich, vor allem jetzt im Radsport, weil wir gerade beim Radsport sind, zu fördern und auch natürlich dann die Erfolge später einmal mit den Stars von morgen zu feiern. Ja, natürlich, wenn man was zum Feiern hat, dann ist es immer schön, weil dann hat man vorher was geleistet und Erfolge gemacht. Und Sie sagen es, Raiffeisen ist natürlich traditionell im Sponsoring tätig. Wir leben die regionale Förderung in diversen sportlichen Bereichen, natürlich auch im Vereinswesen und so weiter. Und machen das natürlich dann auch überregional, in diesem Fall jetzt auch für den Radsport natürlich sehr gerne.
Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir so einen tollen Sponsor haben wie Raiffeisen, denn nur dadurch sind solche Veranstaltungen wie die Sport Women Tour hier möglich. Im Sportland Niederösterreich, die Women's Kids Tour 2021. Wir schalten zurück zu euch ins Studio und zum spannenden Rennen der Damen. Denn da haben wir nicht nur ein paar Stürze schon gesehen, sondern das Feld ist zwar hier noch beisammen, Thomas, aber hat sich getrennt. Ja, also viele Damen sind nicht mehr über. Also wir haben schon einige jetzt am Weg verloren. Also wahrscheinlich wird es zur Hälfte, du hast vorher schon mal gesagt, 60 Damen werden da nach vorne sein. Das könnte passen, 60, 70 Damen. Einige haben wir jetzt verloren, aber wir sehen wieder, dass das Tempo nicht allzu hoch ist. Vorhin haben wir mal kurz gesehen, sogar die Damen mit den Trikots, also Carolina Kumjegane, Aurela Nerlo und Carolina Karasiewicz haben da die Nase in den Wind gehalten. Also die versuchen da aktiv das Rennen zu gestalten und kontrollieren von vorne weg das Rennen hier auf der zweiten Etappe. Und da sehen wir eine abgerissene Gruppe, vielleicht können wir da nach vorne fahren, ans Ende des Hauptfeldes, damit wir von dort ein paar Bilder sehen. Also für die Damen wird es schwierig, die müssen schauen, damit sie nicht allzu viel Zeit aufreißen auf das Hauptfeld. Und natürlich müssen sie eines versuchen, und das ist zusammenzuarbeiten, um vielleicht auch nach vorne zu kommen. Und das sind eben vielleicht die Gruppen, die noch nicht so Profis sind oder nicht dieses Fahren in der Masse im Wettkampf gewohnt sind, die auch nicht so eng beieinander sind, um eben die Energie sparen zu können. Sehr richtig, genau. Und wir haben noch eine erfreuliche Nachricht aus dem Weltradsport. Ein weiterer Niederösterreicher hat einen kleinen Erfolg einfahren können. Etappe des Kriteriums du Dauphiné, Etappe 6 von L'Oréal-Syndrom nach Le Sapé-en-Chartreuse über 167,2 Kilometer. Ich glaube, du kannst das ein bisschen mehr sagen, Uwe. Ich glaube eher, dass deine französische Aussprache wunderbar ist. Ja, genau so ist es. Alejandro Valverde, der Weltmeister von Innsbruck, hat gerade diese Etappe für sich entscheiden können. Mit Bergankunft der Spanier, der Weltmeister, genau vor Georgen Hart aus Großbritannien. Auf Platz 3 aber schon Patrick Konrad vom Bora Hansgrohe-Team mit einer super Leistung am Berg. Und Luki Böstlberger ist zwar das gelbe Trikot los, aber hat er gesagt, heute ist er für seinen Teamkollegen hier gefahren und das hat sich bezahlt gemacht. Ja genau, Patrick Conny ist auf Rang 7 in der Gesamtwertung beim Kriterium du Dauphiné. Wir sehen es schon wieder eingeblendet, denn wir haben natürlich internationalen Radsport hier nicht nur bei uns zu besprechen, sondern auch vor Ort mit Michaela Meyer, da jetzt mit unserem Interviewgast Paco Frohlich. Ja, wir sind hier bei der zweiten Etappe in Stefansaad und neben mir jetzt Paco Frohlich. Ich habe ihn schnell abgefangen. Er ist natürlich auch hier voll im Einsatz, der Präsident des Landesradsportverband Kärnten. Schön, dass wir es geschafft haben. Ja, wir sind bei der wirklich einer tollen Rundfahrt, kann man sagen. Das Wetter ist schön und der Nachwuchs ist sehr erfolgreich. Nein, ich muss als allererstes einmal ein Kompliment den Organisatoren aussprechen, weil alle, die daran beteiligt waren, hier auf die Beine gestellt haben, das sucht seinesgleichen. Ich bin natürlich mit meinen Jungs und Mädels sehr viel unterwegs, in Italien, in Slowenien, überall an sich. Aber sowas wie Niederösterreich hier auf die Beine gestellt hat, das sieht man an sich nirgends. Und da geht mir das Herz auf, weil das sind die Rennen, die wir unbedingt brauchen. Und das sind die Rennen, wo ich auch groß geworden bin früher. Und Gott sei Dank gibt es sowas, ja. Auf jeden Fall. Und dein Sohn tritt in deine Fußstapfen, kann man das so sagen? Naja, der ist halt natürlich jetzt im Vergleich zu den Männern, die da schon im Kreis fahren, mit seinen 33 Kilo noch ein bisschen untermotorisiert, aber heute 10. Platz und ich bin mehr als zufrieden, natürlich, klar. Neun Nationen sind am Start. Man kann sagen, auch Österreichs Jugend kann sich hier wirklich messen, beim Nachwuchs, bei den Frauen und vor allem auch durch den Livestream wird hier auch wirklich aus dem Ausland zugesehen. Ja, ich habe schon gesagt früher eingangs, das ist einfach perfekt aufgezogen, medial, auch was das Marketing betrifft, was die Sponsoren betrifft. Jemand muss das ja auch schlussendlich zahlen und das ist einfach fantastisch, wenn man da in Österreich so ein Rennen hat, praktisch vor der Haustür. Und ich glaube, jeder, der hier nicht am Start ist, der versäumt etwas. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Rundfahrt nicht nur Zukunft hat, sondern sich schon langsam zur größten und wichtigsten Rundfahrt in Europa entwickelt. Und von dem her werden wir einige Leute, die hier unter den ersten drei heute waren und vielleicht auch die Gesamtwertung hier dominieren werden, früher oder später, vielleicht in 10 Jahren spätestens bei der Tour de France sehen. Und das ist einfach der Grundstein für die ganz großen Rennen. Und mit spätestens 13, 14 fängt an sich schon der Profisport schon langsam an. Und wir haben jetzt das gelbe Trikot auch bei uns in der Mannschaft. Und von dem her müssen wir jetzt noch 2 Tage richtig verteidigen und schauen, dass wir alles richtig machen. Und wenn das so läuft wie heute und das Wetter so bleibt, dann hat Niederösterreich gewonnen, dann haben die Sponsoren gewonnen und natürlich auch der Radsport.
Die nächsten zwei Etappen sind in Wankersdorf. Da haben wir so ein bisschen ein Paris-Roubaix-Feeling. Wie schwer ist es für den Nachwuchs, dass Sie mit diesen Bodenverhältnissen umgehen? Ich kenne die Strecke vom letzten Jahr und ich bin an sich sehr froh, dass es morgen über dieses, ja, es ist kein Kopfsteinpflaster, aber diese Betonplatten geht, weil die Leute dort viel konzentrierter sind. Ja, und es ist nicht gefährlich, überhaupt nicht, aber es ist spektakulär. Und heute war eine schwere Etappe, gestern war ein Zeitfahren und jetzt kommen zwei vermeintliche Rolleretappen bzw. Sprintetappen. Wir werden sehen, ob wirklich da ein Feld ankommt. Aber genauso muss es sein. Es ist für jeden was dabei und schlussendlich kann sich keiner aufregen, dass er da zu kurz gekommen ist. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank, Paco Frohlich, und alles Gute dem Landesradsportverband Kärnten, deinem Sohn, dem ganzen Team und dem Nachwuchs hier in Niederösterreich bei der Sportland Niederösterreich Women's Kids Tour 2021. Zurück zu euch ins Studio. Paco Frohlich, der Präsident des Kärntner Radsportverbandes. Ja, in Kärnten tut sich einiges. Da geht es dann im August und im September los mit der Alpe Adria Tour, dem Sommer Grand Prix und dann auch noch dem Lindwurm-Kriterium, das voriges Jahr nach 20-jähriger Pause wieder im Herzen von Klagenfurt ausgetragen wurde. Und auch im Jahr 2021 geht es dann weiter eben mit dem Lindwurm-Kriterium. Ja, super, was die Kärntner da leisten. Er hat es nochmal erwähnt, Valentin Sobel gewann heute die zweite Etappe der Sportland Niederösterreich Kids Tour, ist jetzt auch im gelben Trikot des Gesamtführenden und die werden versuchen, über den nächsten beiden Etappen dieses gelbe Trikot nach Hause zu bringen. Und dann wäre das schon ein ziemlich großer Erfolg für den österreichischen Radsport, wenn ein Österreicher hier am Ende in Niederösterreich triumphieren könnte. Im Nachwuchssport sieht es hier natürlich für die Gesamtwertungen besser aus. Drei Runden haben wir jetzt einmal geschafft und momentan sind wir auf diesem 12-Minuten-Rhythmus in etwa unterwegs hier nach 38 Minuten Fahrzeit. Carolina Karasiewicz, das haben wir wieder gesehen, das war die andere Runde und da hat sich nicht allzu viel noch getan. Zwei Runden natürlich gefahren, aber ein bisschen schneller ist es geworden. Also die werden ein bisschen eingerollt haben, die erste Runde, und jetzt wird es ein bisschen zügiger. Jetzt wird sicher zügiger. Nächste Runde haben wir dann schon zum ersten Mal Punkte. 3, 2 und einen Punkt für die ersten drei Damen, die hier als erstes durchfahren. Da werden erstmalig Punkte für die Bergwertung vergeben. Fürs Trikot, das gesponsert wird von der Firma Die Winks. Sind wir gespannt, wer da dann vorne ist. Jetzt noch 7 Kilometer und dann wissen wir, wer mehr. Nächsten Punkte gibt es dann in der 6. und dann noch in der 9. Runde. Und auch da gibt es dann wieder 3, 2 und einen Punkt. Sprintwertung haben wir heute keine auf dieser Etappe, also nur Bergpunkte, die ausgeschüttet werden. In dahinter gleich natürlich die Betreuer, Betreuerinnen, Fahrzeuge. Und auch da könnte es natürlich irgendwann vielleicht zu einer Überrundung kommen. Wer weiß das heute schon ganz genau? Wahrscheinlich eher nicht, aber passieren kann es. Wie ist das dann auf so einem Rundkurs? Da wird es halt ein bisschen ruppig. Ja, also hier sieht es so aus, als ob die Rennleitung dann die Fahrerinnen, die überrundet werden, rausnehmen würde. Ist kein Problem. Die dürfen dann am nächsten Tag wieder an den Start gehen, bekommen allerdings die Zeit der letzten Fahrerin, die ins Ziel gekommen ist. Also von dem her sollte das alles geregelt sein. Und es soll zu keinen brenzlichen Situationen mit überrundeten Fahrerinnen kommen. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Hoffen wir, dass das nicht allzu schnell passieren wird und dass die Damen, die hinten jetzt abgerissen sind, auch noch einige Kilometer zurücklegen können. Und immer wieder schön die Perspektiven, die wir hier bekommen auf diesem 7,6 Kilometer langen Kurs. Vorne immer noch das Feld mit 50 bis 60 Fahrerinnen. Das hier auch eine kritische Stelle natürlich aus der Abfahrt herauf. Eine circa 100 Grad scharfe Kurve. Immer auch die Frage, wer kann das am besten fahren? Wer lässt hier keine Energien liegen? Und wer kommt da am besten drüber? Das ist hier diese Passage, die wir da gerade sehen. Ja, hoffen wir es, dass es nicht zu solchen Szenen wie gestern im Einzelzeitfahren kommt. Da waren schon ein oder zwei happige Szenen mit dabei. Da sehen wir jetzt wieder eine Gruppe mit abgerissenen Fahrerinnen. Hoffen wir es, dass die den Anschluss wieder herstellen können. Gestern Julia Ganterer war es, die als erste Dame ins Rennen gegangen ist. Und die hat da beim letzten Kreisverkehr, der circa 300 Meter vor dem Ziel ist, falsch abgebogen, ist Richtung Start draufgefahren und hat Glück gehabt, dass in diesem Moment keine Dame gestartet ist. Dann hätte es dort zu einem Crash kommen können und das hätte dann böse ausgehen können. Aber zum Glück ist keine der Damen gestern etwas passiert. Und da sehen wir jetzt einmal das Hauptfeld vorne eingereiht. Belgischer Kreisel wird das genannt.
es schiebt sich zwar ein bisschen noch zusammen, aber es wird schon von der Spitze weggefahren. Also das Feld allzu breit, wie wir es vorher gesehen haben in Runde 1 und 2, kann ich mir kaum vorstellen, dass das noch wird. Wir sehen hier momentan wirklich schon hier die Taktiken mit 1 und 2 Fahrerinnen breite Spitzen. Vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen genauer dann erklären. Ja, es ist das Pacific Nestle Fitness Cycling Team, also die Damen, die gestern einen Triple-Erfolg einfahren haben können, die kontrollieren jetzt das Rennen mit allen 6 Damen, die sie hier mit dabei haben, darunter auch die 3 Trikotträgerinnen. Und ja, versuchen jetzt das Tempo hochzuhalten. Damit umgehen sie eben Attacken von ihren Kontrahentinnen. Und so kontrolliert man eben das Rennen am besten. Würde mich interessieren, ob sie da noch ein Auge auf die Bergwertung legen und dann in der, was werden es noch sein, 5 Kilometer, dann bei der Bergwertung auch sprinten um die Punkte. Also sind wir gespannt. Und hier teilt sich's wieder auf, vielleicht kommt da von der rechten Seite in Richtung Bergwertung wieder eine andere Mannschaft nach vor, aber das Tempo, das ist deutlich höher geworden. Wir hatten Rundenzeiten von 12.09 und dann schon deutlich unter 12 Minuten auf dem 7,6 Kilometer langen Kurs. Im weißen Trikot sind sie die Damen vom polnischen Führungsteam an diesem Wochenende, aber haben natürlich auch inoffiziell 3 Shirts momentan. In zum einen klar offiziell das Trikot der Gesamtführenden und zum anderen das rote Trikot der Punktebesten, die wie gesagt erst vergeben werden, aber gestern, weil das Shirt natürlich vergeben werden muss, das Jersey schon vergeben worden ist, ebenso die Bergfahrerin, die inoffiziell Beste als Drittplatzierte gestern war, das Karolina Karasiewicz mit der Startnummer 67, die heute das blaue Trikot trägt. Ja genau, und dann können wir vielleicht nochmals auf Antonia Niedermayer eingehen, die Dame, die hier mit der Startnummer 55 unterwegs ist vom Team Mangartseder. Bayern trägt hier das weiße Trikot, gesponsert von der Raiffeisenbank. Sie war gestern auf Rang 9 als beste Juniorenfahrerin, also bedeutet Fahrerin der Kategorie U19, also die Damen, die zwischen dem 01.01.2003 und dem 31.12.2004 geboren sind. Und da war Antonia Niedermayer gestern eben die schnellste Fahrerin. Sehen, was hinten passiert ist. Kurz aus dem Peloton raus und hinauf auf den Fahrradfahrweg. Also anscheinend ein bisschen abgedrängt worden. Boah, also wieder Sturz, das gibt's ja nicht. Matador mit 2 Damen. 2 Polinnen aus dem Team, das vor 2 Jahren hier 2019 die Gesamtwertung gewinnen konnte. Und das hat natürlich nicht nur auf jetzt eine mögliche Verletzung oder Schäden eine Auswirkung, sondern natürlich auch im Mitmischen um die Gesamtwertung hier. Also 3 Runden und schon 4 Stürze, die wir hier gesehen haben auf der 2. Etappe. Wir können sagen, das hat's in sich, dieses Rennen. Allerdings, mit dem haben wir nicht rechnen können, dass es da gleich so zur Sache geht. Hoffen wir es einmal, dass Agnieszka Skalniak-Sojka nicht mit dabei war. Die Dame, die gestern die Bestplatzierte von diesem Team war, auf Rang 6 war sie, 25 Sekunden ihr Rückstand auf die gesamtführende Karolina Kumjäger, ihre Landsfrau aus Polen. Das wäre blöd, wenn die mit dabei wäre, denn dann würde es heißen, dass die jetzt richtig aufdrehen muss, um die Lücke wieder zu schließen. Wir hoffen, dass der Konvoi in Kürze wieder geschlossen wird, damit es den beiden Damen vom Matatom Developer Cycling Team etwas leichter fällt, hier die Lücke auf das Hauptfeld wieder zu schließen. Und die Damen, wie gesagt, das haben wir auch gestern immer wieder angesprochen, Funkverbindung, also direkte Kommunikation zwischen den sportlichen Leitern, Autoren und unter den Fahrerinnen ist nicht erlaubt in diesem Rennen. Inwiefern bekommen die solche Stürze dann mit? Ja, man hört's. Also man hört's, aber man weiß nicht, wer dabei ist. Vielleicht gibt's da noch eine Fahrerin, die vorbeigekommen ist und die gibt dann ihren Teamkolleginnen Bescheid. Ja, die ist am Boden gelegen, aber aufgrund von Fairnessgründen wird man dann da auch nicht das Tempo aufdrehen vorne, sondern wird eventuell versuchen, dass die wieder hinten ins Feld reinfahren können und dann kann man das Rennen wieder eröffnen. Aber wir sehen, das Tempo wird nicht langsamer. Also die Damen vom Pacific Nestle Fitness Cycling Team drehen weiter am Gashahn und fahren jetzt Richtung erste Punktevergabe bei der Bergwertung in Stephanshardt am 500 Meter langen Anstieg, der maximal 16% aufweist. Und da sind wir gespannt, was da gleich passieren könnte, wenn es in diesen Anstieg reingeht. 10-mal muss er befahren werden und da werden natürlich diese 76 Höhenmeter, die hier pro Runde zu absolvieren sind, auch hinaufgefahren werden. Und in der Summe ist das natürlich nicht so wenig, hier über die 76 Kilometer jedes Mal diesen Anstieg hineinzufahren. 10-mal. Ich bin schockiert, also ich hätte nicht gedacht, dass am Anfang gleich so viele Damen den Anschluss verlieren und dass der Anstieg wirklich so schwer ist. Mit maximal 16% habe ich gedacht, dass einmal kurze Rampe drinnen ist, die 16% aufweist, aber der dürfte doch fast im Durchschnitt 16% haben. Aber ja,
Hier sehen wir jetzt vielleicht noch 50 Damen an der Spitze. Die Damen haben es jetzt schwierig. Die haben es schwierig. Die Damen haben es jetzt wirklich schwierig. Das ist das Peloton vorne mit 50 bis 60 Fahrerinnen. Und wenn man da hinten schon abgerissen ist circa und zu 8, zu 9 ist, dann muss man richtig reinpullen, um wieder zurückzukommen. Genau, vor allem die haben jetzt auch keine Autos zur Verfügung. Wir sehen, der Rennleiter hat eine Barrage gemacht. Also fahrt nicht nach vorne und ermöglicht so den Damen wieder in der Kolonne nach vorne zu fahren. Und jetzt geht es schon rauf. Also in Kürze haben wir dann die erste Punktevergabe mit 3, 2 und 1 Punkt. Und dann sind wir gespannt, wer jetzt einmal anschreiben kann in der Bergwertung um den Kampf ums blaue Trikot der Firma D-Wings. 72 Damen waren es offiziell nach 2 Runden, die noch im Peloton mit dabei waren. Und ich kann mir das vorstellen, wenn es so weitergeht, jede Runde wird es ein bisschen weniger. Und das macht auch diesen Anstieg hier auf. Und das Tolle ist natürlich auch, dass wir die Musik im Hintergrund hören, die fröhlichen Töne hier aus Stephanshardt und Adaker, die mit dabei sind hier vor Ort. Also wunderschön hier, was dann natürlich auch für eine Stimmung ist. Ja, ist ein Ausscheidungsrennen heute, du hast es erwähnt. Vorhin waren es noch 70 Damen, also 40 Damen wurden da schon abgehängt. Und wenn es jetzt jede Runde so weitergeht, dann bleiben am Ende wenige Damen über, die hier heute um den Etappensieg mitfahren können. Könnte sein, dass es hier schon wieder die Nächsten erwischt. Hier ein paar Nachzügler, sehen wir auch ganz konkret unterschiedliche Teams. Also die Damen, die fahren jetzt mehr oder weniger hier auf dieser Etappe fast schon für sich selbst. 5 Fahrerinnen, 5 verschiedene Teams hier momentan schon unterwegs, auch mittendrin im Anstieg hier. Zum Beispiel die Startnummer 116 vom Union Raiffeisenrad Team Tirol haben wir hier mit dabei, Katharina Kreidl. Ja, gestern auf Rang 69 gefahren, 3 Minuten 10. Ihr Rückstand, schnellste Dame aus diesem Team war gestern Gabriela Erhatter auf Rang 10, 1 Minute 6 war ihr Rückstand auf die Polin. Auch die beste Österreicherin momentan im Klassement, Erhatter auf Platz Nummer 10 und auch das wird sich heute natürlich zum Teil wieder ändern. Und hier sehen wir natürlich ganz genau, wie dieser Anstieg in etwa aussieht. Einmal ein kurzes Schubferl, Ebene und dann geht es noch einmal richtig steil über eben diese 16% Rampe hinauf, mehr oder weniger mit fast einer kleinen Bergankunft dann heute nach 76 Kilometern. Genau, ich glaube jetzt haben wir die 1000 Meter Marke bis zur Bergwertung passiert. Wir haben da die Tafeln auf der Seite stehen gesehen und jetzt geht es dann rauf, hier durch den Ort, rauf nach Stephanshardt in der Gemeinde Ardaker in der Nähe von Amstetten, nicht allzu weit weg von St. Pölten. Ist aber die weitest entfernte Etappe während dieser Rundfahrt von St. Pölten. Die nächsten Tage finden ja dann in Markersdorf statt. Mit dem Grand Prix. Grand Prix Flieger warst du. Ja. Am Sonntag gibt es dann auch die österreichischen Meisterschaften der Amateure im Straßenrennen am 4 Kilometer langen Kurs. Das wird ein harter Fight für die Amateure sowie auch für die Damen morgen, die morgen den 4 Kilometer Kurs dann abfahren werden. Jetzt beginnt hier dieser Anstieg wieder. Später sprechen wir natürlich auch, sobald die Damen wieder in der Ebene sind, auch noch auf die restlichen österreichischen Meisterschaften, die gestern im Rahmen der Sport Austria Finals in Graz stattgefunden haben. Und wir wollen auch noch sprechen über die kommenden österreichischen Meisterschaften im Zeitfahren, im Straßenrennen und so weiter in Kufstein in 2 Wochen bzw. in 2 Wochenenden. Und das ist der Anstieg. Ja, jetzt geht's wieder rauf. Können wir leider nicht erkennen, aber glaube ich vorne ist die Dame im roten Trikot, das ist Aurela Nerlo mit der Startnummer 69 vom Pacific Nestle Fitness Cycling Team. Das ist hier dieser Wide Shot hier aus der Ferne, dass man einmal sieht, wie weit dann doch der Anstieg auch noch zum Schluss ist, der wie gesagt noch 8-mal jetzt gefahren wird. Dann sind einmal 3 Runden absolviert von 10 Runden, also im Prinzip 22 von den 76 Kilometern, die heute zu absolvieren sind. Noch wird wahrscheinlich keine raus attackieren, aber wir sehen, da wird schon attackiert, Und da geht es jetzt aber wirklich richtig los nach 3 Runden hier. Und da trennen sich auch hier ein bisschen Spreu von Weizen. Wir haben gesehen, die Dame in Gelb kann da oder will da auch noch nicht mitgehen nach 3 Runden, die wir jetzt hier absolviert haben. Denn da ist das Start und Ziel hier bei der dritten Etappe. Denn das war natürlich die Bergwertung, um die es hier gegangen ist. Ja, es war eine Dame vom Matatom-Team gemeinsam mit einer Dame vom deutschen Nationalteam und dann auf Rang 3, glaube ich, eine Ungarin. Hier sehen wir es jetzt
geblendet. Du kannst den Namen so schön aussprechen. Dominika Voldarczyk, vielleicht eine Verwandte von der Hammerwurf-Olympiasiegerin Anita Voldarczyk. Die hat sich diese ersten Punkte einmal geholt vor Linda Riedmann und Favira Buskay aus Ungarn. Und die werden sich jetzt natürlich wieder zusammenschieben hier nach 3 von 10 Runden, nachdem diese erste Bergwertung einmal verteilt worden ist. Carolina Kumjega auf Platz 6, die gesamtführende Polin hier momentan. Momentan würde ich sagen, wahrscheinlich werden sie wieder zusammenkommen und glaube nicht, dass hier jetzt eine von vorne hier schon die Flucht versuchen wird. Aber man sieht es natürlich relativ schnell. 10 Sekunden in einem kurzen Sprint, in einer Steigung im Radsport, die sind schnell einmal herausgeholt und das geht dann relativ zackig hier bei den Damen. Das hat man gesehen. Dominika Voldarczyk, klare Sache hier, die will eindeutig auf das Bergtrikot fahren. Linda Riedmann und Virag Buszaki aus Ungarn wird das ebenfalls versuchen. Ja, das war jetzt einmal die erste Kampfansage vom Matt Atom Developer Women's Cycling Team, die hier vor 2 Jahren die Gesamtwertung des Sportland Niederösterreich Women's Tour gewinnen konnten mit Dominika Voldarczyk. Hat sie eben die ersten 3 Punkte in der Bergwertung sichern können und dann sind wir noch gespannt, wie es der Siegerin von vor 2 Jahren, Lucia Pietruschak, gehen wird, die gestern auf Rang 11 mit 1 Minute und 11 Sekunden gefahren ist. Die werden wir dann vielleicht im Finale noch sehen, hier eingreifen im Kampf um den Sieg der 2. Etappe der Sportland Niederösterreich Women's Tour. Und da sehen wir jetzt, wie gekämpft wird im 16-prozentigen Anstieg. Die Teamautos werden jetzt nach vorne gerufen. Da sehen wir eine Gruppe um Laila Gschwendtner und Jana Giegele. Schauen wir mal, ob es den Damen noch gelingen wird, den Anschluss an das Hauptfeld wiederherzustellen. Denn das wäre natürlich eine wichtige Sache hier. Aber ich kann mir vorstellen, 2, 3 Damen vorne vielleicht versuchen dir hier das Tempo hochzuhalten, eventuell auszureißen. Denn normalerweise, wenn du nicht unbedingt sagst, okay, das war's, die Bergwertung, dann zieht sich das wieder zusammen. Sieht momentan nicht so aus. Ja, wir haben erst 22 Kilometer, ein bisschen mehr als 22 Kilometer zurückgelegt. Also es ist schon noch ein weites Stück bis ins Ziel. Vielleicht können wir da ein bisschen näher ranzoomen, dann wissen wir, wer die 3 Damen an der Spitze sind. Und das sind die 3 Damen von der Bergwertung, also die sind weitergefahren, die haben verlängert. Also haben wir vorne Dominika Voldarczyk, dann Linda Riedmann und auch noch die Ungarin Virag Buszaki. Ja, jetzt schaut es ein bisschen uneinig aus, glaube ich. Hier die Deutsche hat jetzt keinen Meter vorne gemacht und naja, versucht sie hinten bleiben. Machen vielleicht hier einen kleinen Kreisel, aber ich glaube in wenigen Augenblicken, es sieht fast danach aus. Jetzt haben sie es, glaube ich, haben sie es gesehen. Jetzt lassen sie sich wieder zurückfallen und in wenigen Sekunden wird dann das Peloton auch wieder vereint sein. Ja, ich finde das super, dass man da versucht, das Team, das gestern das Zeitfahren dominiert hat, Pacific Nestle Fitness Cycling, da ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und das ist natürlich auch gut so hier ein bisschen, wie soll man sagen, durch diese Bergwertung ein bisschen Unruhe auch hineinzubringen. Für uns Zuseherinnen hier im Sportland Niederösterreich TV oder bei K19 natürlich eine besondere Spannung auch durch diese Bergwertungen. Ja genau, also wir haben insgesamt 10 Runden zu fahren. 3 Runden haben wir jetzt einmal zurückgelegt. Also erste Bergwertung nach 3 Runden, die nächste Bergwertung haben wir dann nach der 6. Runde, also in der 6. Runde und dann noch eine nach 9. Also insgesamt gibt es 3x3, 2 und 1 Punkt auf der Bergwertung. Auf der morgigen Etappe gibt es dann keine Bergpunkte. Also die Dame, die sich heute die Bergwertung sichert, fährt sicher am Sonntag, am letzten Tag mit dem Trikot der Bergwertung weg. Ob sie es dann verteidigen kann, das werden wir dann am Sonntag erfahren. Da haben wir dann eine 10 Kilometer lange Runde rund um Markersdorf und da sind wir dann gespannt, wie das Finale der Women's Sportland Women's Niederösterreich Rundfahrt ausgehen wird. Da haben wir dann noch über 90 Kilometer zu fahren. 94,3 am Schlusstag. Hier alles live natürlich bei uns. Morgen sind wir wieder ab 11.45 Uhr mit dabei auf Sportland Niederösterreich TV und auf K19. Und am Sonntag dann ab 8.45 Uhr. Oh, ist da wieder ein Ausreißversuch dabei? Probiert's da wieder einmal jemand? Unrhythmisches Rennen eigentlich bei den Damen. Freut uns natürlich hier vor allem fürs Kommentieren und für euch zu Hause, liebe Zuschauer. Da tut sich was im Rennen. Ja, wieder ein helles Trikot. Könnte eine Dame aus Deutschland oder aus Luxemburg sein. Wir können es von der Weite nicht erkennen.
Was wir aber erkennen können ist, die wollen hier momentan noch keine Ausreißer haben im Peloton. Taktisches Geplänkel schon hier in der vierten von 10 Runden. Wie gesagt, eine Runde hat eine Länge von 7,6 Kilometer und das haben wir auch angesprochen. Die Damen hinten, die müssen so reinpushen, nicht um ihr eigenes Rennen hier zu machen, sondern auch um irgendwie versuchen dran zu bleiben und nicht zu viel Zeit zu verlieren. Ja genau, hier wäre es jetzt am gescheiten, wenn man zusammen, am besten wenn man zusammen wartet, vielleicht eine größere Gruppe sich ansammeln lässt und dann gemeinsam ins Ziel fährt über die verbleibende Distanz. Hier haben wir jetzt einmal vier Damen, die gemeinsam unterwegs sind und vorne sehen wir jetzt die Spitze und eine Dame versucht sich da abzusetzen. Also wird jetzt richtig Rennen gefahren in der vierten Runde hier auf der zweiten Etappe. Da kommt der Herr rechts auf dem E-Bike wahrscheinlich kaum mehr mit. Der wird auch gleich staunend schauen, was da hier vorbeizieht bei ihm. Das ist die Kolonne von der Sportland Niederösterreich Women's Tour. 163 Damen waren wie gesagt auf der Nennliste für das Rennen, 114 waren gestern im Zeitfahren mit dabei und 112 sind es heute noch. Und wir haben schon einige Stürze gesehen, das heißt morgen mehr oder weniger, um ehrlich zu sein, wird das Feld noch kleiner werden. Ja, wir werden sehen, wir hoffen natürlich, dass sich keine der Damen schwer verletzt hat. Die Stürze, die wir bisher gesehen haben, haben jetzt nicht allzu tragisch ausgesehen. Also ich glaube nicht, dass sich die Damen da grob wehgetan haben und von dem her hoffen wir es natürlich, dass wir morgen dann alle 112 Damen, die auch heute an den Start gegangen sind, dabei haben werden in Markersdorf am 4-Kilometer-Kurs. Da wird es dann morgen richtig abgehen. Wir haben schon Paco Wrohlich kurz darüber sprechen gehört, über die Betonplatten in Markersdorf beim Grand Prix Fliegerhorst und da wird es dann morgen nochmal ganz anders aussehen als heute. Da gibt es quasi keinen Höhenmeter auf der Runde. Das macht das Ganze natürlich auch aus. Wir schalten aber kurz rüber hier zur Siegerehrung bei den Kids von der heutigen zweiten Etappe. LRV Oberösterreich, wir bitten auf die Bühne Valentin Zobel. Und der Sieger der heutigen Etappe aus der Slowakei vom CKE-Bild. Zweitplatzierte bei den Burschen. Und wieder hier ein ausländischer Sieg bei den Burschen, ebenfalls ganz oben daher im blauen Trikot. Ja, Martin Haluschka ist es, da dürfte sich also noch etwas geändert haben. Die beiden waren zeitgleich im Ziel, vorne angereiht war Valentin Zobel. Vielleicht hat sich im Fotofinish noch etwas getan. Ganz knappe Entscheidung. Wir wissen es nicht. Martin Haluschka auf jeden Fall Sieger der zweiten Etappe der Sportland Niederösterreich Kids Tour. Und da sehen wir jetzt eine Dame, die es versucht. Die wird es versuchen. Das ist eine dieser ganz kurzen Schnellbergaufpassagen, bevor es natürlich später wieder hineingeht in die Bergwertung. Und jetzt haben wir sie knapp drauf und da können wir natürlich auch sehen, das ist eine Dame vom polnischen Team hier mit der Startnummer 6 ist das Violetta Furtak. Nathalie Verschelden ist es vom Team Develop Ladies aus Deutschland, die es versucht hat. Teamkollegin von Hanna Streicher, die einzige Österreicherin in diesem Team. Hanna Streicher, die Niederösterreicherin, gestern auf Rang 50 gefahren, 2 Minuten 40 war ihr Rückstand auf die schnellste Fahrerin. Und jetzt ist es eben Nathalie Verschelden, 2 Minuten 10 ihr Rückstand auf die gesamtführende Komienda. Und hier geht es wie gesagt jetzt um keine Bergpunkte auf dieser Runde, erst nach Runde 6 wieder. Das ist gleich die vierte Runde, die fertig absolviert wird und hier sehen wir auch schon auf den Bildern. Die Damen müssen hier alle fast aus dem Sattel gehen, das heißt vorne wird ordentlich Tempo gefahren und ich kann mir vorstellen, das Tempo, das wird heute auch nicht mehr runtergebremst werden. Na, ich glaube auch nicht, vielleicht im Finale, dass man noch kurz ein bisschen taktiert, werden wir schauen, wie viele Damen dann am Ende überbleiben. Aber im Grunde sehen wir sehr, sehr hohes Tempo, das angeschlagen wird von den Damen hier. Hätte man nicht gedacht, dass der Kurs so schwierig ist, wie er hier ist, in Stephanshardt im Raum Amstetten. Naja, morgen und übermorgen wird es dann topografisch ein bisschen leichter. Und dann werden wir hoffentlich ein kompakteres Feld auf der Ziellinie dann sehen. Wir haben ja jetzt noch, glaube ich, 6 Runden zu fahren. Die vierte Runde müsste in Kürze beendet werden. Nächsten Punkte gibt es dann in Runde 6, dann mal einmal noch in Runde 9. Und dann haben wir eh schon den Zieleinlauf und dann wissen wir, wer die Siegerin der zweiten Etappe der Sportland Niederösterreich Women's Tour in Stephanshardt ist. Gleich geht es wieder hinauf in dieses steile Stück mit bis zu
16%. Einmal geht es hier durch diesen Wald durch und dann ist es eben diese knappe 400-500 Meter lange Strecke. Während wir hier wieder bei der Führenden sehen und die jetzt natürlich ordentlich versucht, da richtig reinzupumpen in die Pedale, zu schauen, was geht. Denn sie weiß natürlich, hier kann sie sich was rausholen. Hier kann sie sich die Sekunden herausholen, die sie später in der Abfahrt und auf der Geraden brauchen wird. 7,6 Kilometer ist es lang und da sind wir noch einmal bei den Damen hier. Auch hier natürlich die U15 und die U17 Fahrer, Fahrerinnen international besetzt. Ja, Lara Lienhardt, glaube ich, hier die Dame, die im Aufrang 2 sehen. Die Schweizerin, die gestern schon den Auftakt gewinnen konnte. Warten wir jetzt mal kurz. Und das ist jetzt Aralena, wie gesagt, auch insgesamt auf dem sensationellen 4. Platz heute bei dieser Etappe, gemeinsam mit den Burschen, nicht einmal weit hinten, wenige Sekunden nur. Ja, genau. Ja, morgen geht's los mit der Tour de Suisse Women, also Gegenveranstaltung zur Sportland Niederösterreich Women's Tour, über zwei Etappen im Raum Frauenfeld, eine Etappe mit 114 Kilometern. Und die Etappe am Sonntag dann mit 97 Kilometern, mit dabei auch Elisabeth Deignen, dann Marta Bastianelli oder auch die Mountainbike-Weltmeisterin, Ex-Weltmeisterin mittlerweile, Yolanda Neff, die dann für Swiss Cycling, also fürs Schweizer Nationalteam, an den Start gehen wird bei ihrer Heimatrundfahrt in der Schweiz. Die Damen sind hier wieder drin, voll im steilen Anstieg und wir sehen es jede Runde. Werden es hier ein paar weniger, auch hier vom polnischen Team sehen wir wieder ein paar, die auch hier ein bisschen den Anschluss verlieren. Die Führende, auch die könnte hier wieder eingeholt werden. Es ist immer gut, wenn man es versucht, aber wenn man dann wieder eingeholt wird vom Gesamtfeld, vom Peloton, da ist es dann doch irgendwie fast so, ach, Kräfte verschwendet, jetzt holen sie dich ein und die Beine sind vielleicht müde. Ja, Nathalie Verschelden aus Belgien wird jetzt eingeholt, die Dame, die 1994 geboren ist. In diesem Jahr war sie schon beim Omloop van de Westhoek in ihrer Heimat mit dabei und jetzt ist einmal ihr Fluchtversuch Geschichte und somit haben wir wieder Gruppo Compatto an der Spitze, also ein gemeinsames Feld, das vorne unterwegs ist und da sehen wir die Damen hinten leiden vorbei an der Ortstafel Stephanshardt rauf zum insgesamt 4. Mal, glaube ich. Das wird natürlich wieder attackiert. 4 Runden sind gleich geschafft. Punkte zu holen in dieser Runde für die Bergwertung gibt es nicht. Aber es ist, wie gesagt, der Punkt an der Strecke, wo man sich versuchen kann abzusetzen. Und wenn sich hier auch eine 7-8 damenstarke Gruppe finden könnte, die hätten dann natürlich die Chance, hier vorbeizukommen. Das ist noch das Insert nach 3 Runden. In wenigen Augenblicken haben wir dann natürlich auch die Zwischenzeiten hier für euch im Livestream nach 4 Runden. Schon ist sie da, Monika Brzena von Mad Atom Developer Women Cycling Team. Die Titelverteidigerinnen im Team führt hier also ca. 48 Minuten Fahrzeit. Also dieser 12 Minuten Rhythmus pro Runde, der wird uns wahrscheinlich bis Runde 9 erhalten bleiben. Und in der letzten Runde, da wird gedonnert. Ja, wir sind gespannt. Das hätte jetzt schon gut ausgehen können für die Dame aus Belgien, die es kurz einmal versucht hat. Wenn da noch ein, zwei, drei Damen dazu springen, dann wären sie mal zu viert, fünft vorne und dann könnte man da schon einen Vorsprung herausfahren auf das Hauptfeld. Ist ja jetzt nicht geglückt und jetzt sind wir gespannt, wie sich das Rennen weitergestalten wird. Jetzt wird es einmal in die Abfahrt gehen, da glaube ich nicht, dass allzu viel passieren wird. Da wird die Partie wieder zusammenlaufen und unten, sobald wir dann im Flachen sind, werden wir sehen, was passieren wird bei den Damen. Die Top 3 sind natürlich auch hier jetzt ganz vorne mit dabei in dieser Gruppe. Karolina Karasiewicz, die das Bergtrikot virtuell noch zumindest anhat, hier auf Platz 2 nach 4 Runden. Dann Aurela Nerlo vom polnischen Team ebenfalls auf Platz 4, die Zweitplatzierte und die Führende Karolina Kumjega im gelben Trikot hier nach 4 Runden von 10 auf Platz Nummer 5. Also die sind genau da positioniert, wo sie hingehören und wo sie auch hinwollen. Ja, Corinna Lechner war auch noch vorne mit dabei, ist als 7. durchgefahren, die beste Nicht-Polin von gestern. Wie gesagt, auf Rang 4 ist sie in der Gesamtwertung, die Dame aus Baden-Württemberg vom Team Stuttgart. Und in dieser Stelle, 16.05 Uhr ist es, an alle noch einmal einen wunderschönen Nachmittag. 16.05 Uhr ist es hier bei uns im Sportland Niederösterreich Livestream und an alle Zuseher und Zuseherinnen von K19 ein herzliches Willkommen hier im Livestream von der Sportland Niederösterreich Kids und Women's Tour. Wir sehen hier im Hintergrund, ja, da werden ein paar Snapshots getätigt für die Erinnerungen hier für die Nachwuchsfahrer und Fahrerinnen. Und Paco Wrohlich, ehemaliger Profi, hat es zuvor angekündigt, wie wichtig auch solche Rundfahrten für
die Kinder sind. Da hat's, die gibt es ja eh schon lange, aber gut organisiert ist dann wieder was anderes. Wichtig ist natürlich auch für die, dass die solche Rundfahrten, solche Rahmenbedingungen haben, um später weitermachen zu können, um motiviert zu bleiben und so weiter und so fort. Also toll auch, was hier bei der Sportland Niederösterreich Women's Kids Tour für den Nachwuchsradsport getan wird. Ja, besonders für die Kategorien männlich U15 und Mädchen U17 findet man selten Veranstaltungen, die über 4 Etappen gehen, und von dem her hat Paco Rohlig schon recht gehabt. Eine der wahrscheinlich in Zukunft angesehensten Veranstaltungen in ganz Europa. In Berlin wird es zum Beispiel noch die Kids Tour geben. Da sind auch U15-Fahrer männlich zugelassen. Und ja, das, glaube ich, wäre ein Ziel von Flo König und seinem Team, auf die deutschen Nachbarn aufzuschließen und in Zukunft hier ein sehr renommiertes Rennen für Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer sowie für Damen durchzuführen. Eine Dame hat uns eine Nachricht geschrieben über facebook.com auf Sportland Niederösterreich TV, und die werde ich gleich an dich weitergeben. Thomas, wie viel kostet das, so Jugend- und Kinderradsport zu machen, und wie viel Zeit muss man da auch als Elternteil investieren? Es ist schwierig zu sagen, da ich noch keine Kinder habe, aber im Junior-Cycling-Team Graz als Trainer tätig bin. Also Radsport ist billiger, Straßenradsport ist billiger, als man eigentlich glaubt. Wenn man es jetzt einmal mit dem Mountainbike-Sport vergleicht, ist Straßenradsport noch relativ billig. Wichtig ist halt einmal, dass man ein Rad hat, Helm, und dann Dress bekommt man meistens vom Verein. Die zahlen dann auch die ganzen Nenngelder, die man für Rennen zahlen muss. Trainingslager muss man meistens selber zahlen. Ich könnte es in Zahlen nicht sagen, das ist auch von Verein zu Verein unterschiedlich, wie viel da die Eltern selbst zahlen müssen. Da kommt es natürlich auch auf das Rad an. Jetzt gibt es Eltern, denen ist es wichtig, dass ihr Kind mit dem besten Material unterwegs ist. Da gibt es nach oben keine Grenzen in den Geldbeträgen, oder man fährt ganz normal mit einem Alurahmen, mit Alulaufrädern, die jetzt bei einem Sturz nicht wirklich beschädigt werden können. Also da gibt es verschiedene Ansichtsweisen bei den Kindern. Viele sind mit sehr gutem Material unterwegs, viele mit weniger gutem. Ich glaube, in der Jugend ist es noch nicht so wichtig, sondern später dann, da sollte man schauen, dass das Material optimiert wird. Und hier jetzt wieder eine andere Rennsituation. Wir sehen sehr gemütliches Tempo hinten, breites Feld, das heißt natürlich in der Spitze, keiner will momentan die Pace machen, das heißt, die sind sich uneinig. Das ist jetzt wieder die große Chance, für die eine oder andere Fahrerin nach vorne zu kommen. Diese Damen, die Sie hier sehen, sind momentan 45 an der Anzahl nach 4 Runden. Das ist das Peloton, und vielleicht kann da gleich wieder aufgeschlossen werden. Ja, hinten am Ende des Feldes war es Sophie Schober, die Dame aus Oberösterreich, die fürs österreichische Nationalteam an den Start geht. Gestern auf Rang 32 gefahren, ist 2 Minuten und 9 ihr Rückstand auf die Dame, die wir jetzt nicht sehen, aber die da vorne mit dabei ist, die im gelben Trikot von Sportland Niederösterreich unterwegs ist, Carolina Kumjäger. Und weiterhin sehen wir das Team Pacific Nestle Fitness Cycling, das hier die Verantwortung übernimmt. Hätten sie nicht unbedingt müssen. Da sieht man jetzt, dass die mit allen Damen brav arbeiten und das Tempo weiterhin hochhalten. Von hinten hat es jetzt einmal ein bisschen langsam ausgesehen. Hinten kann man schon einige Prozent sparen im Vergleich zu den Damen, die jetzt hier dem Wind ausgesetzt sind. Aber ja, ich glaube auch, die Polinnen haben schon langsam gespürt, sie sind hier wahrscheinlich die stärkste Kraft in ihrem gesamten Fahrerinnenfeld hier momentan, kontrollieren das Rennen ein bisschen nach Eigenbedarf. Die haben, glaube ich, auch nach 4 Runden jetzt gespürt, wir haben hier 3 von 6 Fahrerinnen an der Spitze beim Startziel, wo es bergauf geht. Die anderen Teams, die müssen da erst einmal mitkommen, und deswegen, glaube ich, Entspannung jetzt vielleicht auf Runde 5, und in der nächsten Runde, also in circa 15 Minuten, gibt es schon wieder eine Bergwertung. Ja, wir sehen jetzt, wenn wir zurücksehen, wir sehen am Ende des Feldes keine Autos, also kein Rennleiter, keine Betreuer, nichts. Das bedeutet, dass der Rennleiter Barrage gemacht hat. Das ist ein französisches Wort, auf die werden wir dann später noch eingehen. Ich habe da ein kleines Quiz mit dir vorbereitet, französische Begriffe. Jawohl. Ja. Gestern vor dem Schlafen gehen. Und da hat eben der Rennleiter Paul Ibi anscheinend eine Barrage gemacht, also dass keine Autos nach vorne fahren dürfen. Ansonsten würde es den Frauen, die abreißen, ja etwas erleichtert werden, wenn sie jetzt da den Windschatten der Autos hätten. Da könnten sie dann leichter wieder hinten ins Hauptfeld reinfahren. In dem Fall ist es jetzt nicht möglich. Und dann würde ich sagen, machen wir das Quiz gleich, bevor es hineingeht in die Bergwertung, lieber Thomas. Was hast du für uns und für die Zuseherinnen zu Hause auch vorbereitet? Dann muss ich einmal blättern in meinen Unterlagen. Facebook.com Sportland Niederösterreich, gerne mitschreiben, mitbeantworten. Schicken Sie uns noch ein paar Begriffe, vielleicht. Ich habe nur ein paar gefunden, eine Handvoll. Los geht's. Gestern haben wir gesprochen über, kannst du dich noch erinnern, über 2 Begriffe haben wir schon einmal erwähnt, französische. Radsport. Ja, Radsport. Direktor Sportiv. Direktor Sportiv, sehr brav. Und?
ein Team gibt es, das so heißt. La Musette Cycling. La Musette, das Team aus dem Weinviertel. Dann hätte ich noch den Begriff Casquette. Casquette, kann ich dir jetzt spontan nicht erklären. Casquette, was könnte das sein? Casquette. Ich habe keinen Plan. Okay, dann gehen wir weiter. Barrage habe ich gerade erwähnt. Barrage hast du erklärt. Wäre zum Beispiel eine Übersetzung Staudamm. Dann geht's weiter. Souplesse. Souplesse. Ebenfalls. Völlig am falschen Fuß erwischt. Uwe. Abandon. Abandon. Absolut keinen Plan. Bidon. Ich kann dir sagen, UCI, Union Cyclist International. Wo sitzt der? Mit Sitz in Genf wahrscheinlich, ja, wie quasi, viele Sportverbände der Welt. Bidon. Bidon, bitte. Weißt du auch nicht? Nein. Okay. Du musst dich besser vorbereiten in Zukunft, glaube ich. Bidon wäre zum Beispiel die Flasche. Bidon. Dann hätten wir Casquette, haben wir schon gehabt. Das wäre das Kapperl, das Radkapperl, das man unterm Helm aufsetzen kann. Barrage haben wir schon erwähnt. Souplesse. Souplesse. Ich glaube, ich spreche es nicht gut genug aus für dich. Ich glaube, ich kenn's nicht. Das ist die Damen hinten zum Beispiel, Dina Mertesemmer, die hat jetzt aufgehört zu treten, am meisten Souplesse. Also wenn man eine leichte Übersetzung hat und schön einen mit vielen Umdrehungen tritt, also mit einem leichten Gang, dann hätte man noch Abandon. Du als Englischstudent wirst das Wort abandon kennen. Abandon somebody. Erklär es uns einfach. Dann Abandon ist jetzt eine Aufgabe. Das Wort wird nicht allzu oft verwendet und Bidon habe ich eben schon erwähnt. Das ist die Trinkflasche. Und wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und noch einige französische Begriffe für uns haben. Hinein damit in den Facebook-Chat. Anregungen, Danksagungen, Heiratsanträge. Wir nehmen alles auf. Und jetzt sind wir wieder drinnen im Anstieg. Das ist das erste von diesen zwei Teilstücken hier nach fünf Runden auf der 7,6 Kilometer langen Schleife. Und eines werden wir wahrscheinlich jetzt im steilen Stück in wenigen Augenblicken gleich wieder erleben. Jemand wird versuchen, von den Damen anzugreifen auf diesem Schlussstück hin zur Halbzeit. 5 von 10 Runden sind hier gleich absolviert und von vorne kontrollieren momentan die Polinnen vom TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team alles rund um die Gesamtführende im gelben Trikot, Carolina Kumjega. Ja, muss man natürlich auch bedenken, dass jetzt jede Runde über den Schlussanstieg etwas härter wird. Du hast gerade erwähnt, wir sind kurz vor Eintritt in die zweite Rennhälfte. Insgesamt haben wir 76 Kilometer. Dies zurückzulegen gilt. Jetzt gibt es keine Punkte. In der nächsten Punkte gibt es dann wieder die Punkte. Und dann werden wir sehen, ob es wieder Dominika Vlodarczyk ist. Die versucht, die 3 Punkte sich sichern zu können. Also das dürfte jetzt eine Dame gewesen sein, die überrundet wurde. Die haben wir kurz auf der rechten Seite gesehen, da war das Tempo sehr langsam. Ich glaube nicht, dass die aus dieser Gruppe gekommen ist. 7,6 Kilometer, also zu diesem Zeitpunkt sind in etwa hier 37, 38 Kilometer gefahren. Also 76 Kilometer, wie gesagt, die heutige Etappe. Und jetzt geht es gleich wieder ordentlich bergauf hier für die Damen. Mal schauen, was da jetzt gleich passieren wird. Ja, Ortsanfang Empfing haben wir passiert und jetzt geht es wieder rein, weiter am Haus am Bächle, klingt fast nach Vorarlberg, wir sind aber weiterhin in Niederösterreich. Im Peloton mittendrin, momentan ruhige Rennsituation, wie schon fast die ganze Runde 5 momentan, aber wir haben auch gesehen von hinten, da kommt fast nichts nach momentan, da ist der Abstand schon so groß leider, dass hier anscheinend auch wirklich 10, 12 Fahrerinnen, die sich zusammentun könnten, es momentan nicht schaffen und wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen werden, hier Anschluss zu finden ans Hauptfeld, da muss es schon ganz gemütlich, vor allem in der Steigung auch zugehen. Also da müssten sie wirklich Stehversuche machen, wenn diese Damen aufschließen könnten. Wir haben jetzt mittlerweile gesehen, die Fahrzeuge sind wieder hinten am Feld dran, also alle Teams, die in dieser Gruppe noch Fahrerinnen mit dabei haben, werden jetzt wieder nach vorne geholt und können somit ihre Fahrerinnen betreuen. Müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, Verpflegung aus dem Auto oder von der Strecke gibt es ab Kilometer 30, also nach 30 Kilometern, die haben wir mittlerweile schon passiert, bis 20 Kilometer vor dem Ziel hier in diesem Rennen. Das wurde gestern in der Mannschaftsleitersitzung, die um 13.15 Uhr von Paul Ibi und Thomas Konecny durchgeführt wurde, besprochen. Also 30-20 hier die Regel. Das wird immer individuell durch den Rennleiter ausgelegt. Und da sind wir jetzt in Kürze 500 Meter vor dem Ziel. Aber wir haben noch einige Runden zu fahren.
Da muss er ordentlich nachlaufen, hier der Betreuer vom Team, dass hier die Flasche noch rechtzeitig bei der Fahrerin ankommt. Im Anstieg geht das natürlich, aber bei flacheren Passagen wäre sowas wahrscheinlich unmöglich. Da wird natürlich aus der Flasche am Fahrrad selbst getrunken. Er hat das schon kurz abgestoppt gehabt. Ja, dann ist er doch, naja, bin ich schnell unterwegs, komme ich wieder hier zurück. Das ist Start und Ziel. Da haben die Damen also in wenigen Augenblicken die Hälfte der Renndistanz, also circa 37 Kilometer von den 74, die es heute zu fahren gibt, geschafft. Nächstes Interview ist bei uns bereit. Dann schauen wir gleich wieder hinein. Valentin Zobel sollte, glaube ich, bei uns jetzt, bei Michaela Meyer, beim Interview stehen. Ja, bei mir ist Valentin Zobel unglaublich. Zweite Etappe in der Box sozusagen und du bist im Sportland Niederösterreich-Trikot des Gesamtführenden in Gelb sozusagen. Wie stolz macht dich das? Ja, voll stolz. Also ich bin voll happy. Unser Team ist generell voll happy. Trainer auch natürlich. Ich bin voll stolz auf mich. Und es war ja heute eine richtig schwere Etappe, die 16-prozentige Steigung bis ins Ziel. Eine tolle Mannschaftsleistung kann man auch sagen, wenn du dann am Ende in Gelb dastehst. Ja, also Team war voll super, ist voll hinter mir gestanden. Ja, wir haben eine super Taktik gehabt, hat super funktioniert. Wie läuft denn die Vorbereitung auf so eine Tour, auf so ein Etappenrennen? Das ist ja auch was ganz Besonderes in Österreich. Jetzt war Corona, jetzt war es sicher auch für euch schwerer. Wie wichtig ist sowas, dass ihr euch wieder präsentiert? Man sagt ja nicht umsonst, dass der Nachwuchs hier richtig Gas gibt, weil er sich da natürlich auch international präsentieren kann. Ja, der Nachwuchs gibt richtig Gas. Also die Vorbereitungen sind super gelaufen. Trainieren, Rennfahren natürlich, gerade mit der österreichischen Meisterschaft jetzt natürlich. Es rennt super dahin. Voll, und jetzt sind noch zwei Etappen, dritte und vierte Etappe. Und was nehmt ihr euch dann noch vor? Ich meine, du willst natürlich dein gelbes Trikot am Schluss auch noch tragen. Ja, sicher, also Gelb möchte ich auf jeden Fall verteidigen. Nader Parker wird sich da sicher was super einfallen lassen, unser Trainer. Und mal schauen, was uns auf uns zukommt. Paco Frohlich ist motiviert, das heißt, die Burschen sind auch motiviert. Valentin Zobel, vielen Dank dir und alles Gute für die letzten zwei Etappen. Zurück zu euch ins Studio. Denn natürlich werden auch bei der Women's Kids Tour für die Kids, für die U15 und U17, auch hier vier Etappen später dann noch gefahren, morgen und übermorgen. Fünf Runden sind vorbei. Thomas, und wir schauen wieder einmal aufs Zwischenklassement. Ja, genau. Antonia Niedermayer ist jetzt einmal als erstes durchgekommen, die Dame im weißen Trikot von Raiffeisen, also die beste Juniorenfahrerin, jetzt sehen wir es auch eingeblendet, vom Team Mangazeder Bayern. Sehr interessante Dame. Sie ist Mitglied des Nationalteams Skibergsteigen und Berglaufen in Deutschland, hat den Gesamtweltcup in der U20 gewonnen in diesem Jahr und ist auch Weltmeisterin im Vertical und individuell. Und da gibt es auch einen weiteren bayerischen Skibergsteiger, Anton Balzer, der jetzt in den Profi-Radsport eingestiegen ist, der in Kürze bei der Tour de Suisse starten wird. Und da haben wir, glaube ich, auch hier, weiß nicht, ob du das weißt, einen Kameramann von Servus TV mit dabei, der dann Anton Balzer bei der Tour de Suisse mitverfolgen wird. Der darf sich auch hier wunderbar aufwärmen, hier bei der Sportland Women's Kids Radtour. Ja, Toni Balzer, sind wir gespannt, was er leisten wird bei der Tour de Suisse. Ob das nicht vielleicht auch ein bisschen ein überschätztes Projekt ist bei der Tour de Suisse, es wird sich zeigen. Ja, er war schon bei der Tour of the Alps mit dabei, ist ihm, glaube ich, gar nicht ganz so schlecht gegangen, dem Fahrer aus Bayern, und wir werden sehen, wie gut, dass er sich adaptieren kann an den Profi. Für Radsport, da geht es natürlich ordentlich zu. Tour de Suisse ist wahrscheinlich eine Klasse höher als die Tour of the Alps. Und jetzt sehen wir mal die Dame mit der Startnummer 81, die es versucht. Aus Deutschland vom RSG Gießen-Bieler-Team ist es Katharina Fox, gestern auf Rang 19 mit 1 Minute und 41 Rückstand auf Carolina Kumjäger aus Polen. Ja, werden wir dann natürlich sehen, ob es auch sie wieder mal schaffen kann, hier in der sechsten von 10 Runden wegzukommen. Alleine ist es natürlich schwer, und zu zweit aus dem Peloton rauszukommen, das lassen ja auch fast keine Damen hier momentan in diesem Feld mehr zu. Hinten wird weiterhin von den führenden Polinnen das Feld kontrolliert. Die waren auch hier nach 5 Runden wieder fast geschlossen bei der Wertung im Startzielbereich nach Halbzeit vorne gemeinsam mit dabei. Und jetzt eine weitere Ausreißerin. In diesem Sinne noch einmal an alle, die jetzt zugeschaltet haben, herzlich willkommen hier im Sportland Niederösterreich Livestream und auch bei unseren Zuseherinnen und Zusehern von K19. Mein Name ist Uwe Holli und Thomas Binder ist neben mir. Wir kommentieren hier gemeinsam hier für Sie gestern, heute, morgen und auch am Sonntag die Sportland
Women's Niederösterreich Tour und da freuen wir uns heute noch auf einen wunderbaren Zieleinlauf und dann natürlich auch in dieser Runde, in der wir uns jetzt befinden, auf eine Bergwertung. Und da werden wir sehen, in den letzten 400-500 Metern, da wird wieder ordentlich reingetreten. Und wir kommen ja auch immer näher zum Rennende, muss man sagen. Ja genau, jetzt geht es Richtung Rennende. Runde 6 gibt es dann die nächste Punktevergabe, also wieder 3:1 bei der Bergwertung in Stefanshardt. Bei der ersten Bergwertung war es die Startnummer 3, Dominika Lodarczyk, die sich die 3 Punkte sichern konnte vor der Startnummer 13. Linda Riedmann vom Nationalteam Deutschland Juniorinnen. Und einen Punkt gab es noch für die Fahrerin aus Ungarn mit der Startnummer 25, Virag Bushaki. Also das die 3 Damen, die bisher anschreiben haben können. Eine Bergwertung haben wir nach dieser dann noch, also insgesamt 3 Bergwertungen, also insgesamt 3x3:1. Und am Ende dieser Etappe wissen wir dann, wer die Dame im blauen Trikot sein wird, dass sie dann morgen einmal fix tragen wird und nicht verlieren kann, denn morgen haben wir keine Bergwertung am Rundkurs in Markersdorf und dann am Sonntag wird sich eben der Kampf um dieses Trikot nochmals entbrennen. Und hier sehen wir weiterhin an der Spitze die Dame aus Deutschland, Katharina Fox vom RSG Gießen-Bieler. Die ist jetzt einmal alleine versucht und wir sehen, die Lücke ist nicht allzu klein. Also das ist jetzt einmal der beste Vorstoßversuch, den wir bisher gesehen haben. Du schaust so genau. Der Wenn die Lücke wirklich schon so unglaublich riesig ist. Wir haben gesehen im Peloton hinten, da wurde fast gar nichts mehr gemacht, vor allem von den Damen, die hinten nachgefahren sind. Wenig Tritt, aber da sehen wir dann doch, und hoffentlich auch Sie, liebe Zuseher, in der Kolonne hinten, weit entfernt schon eigentlich das Grüppchen. Das sind schon einmal gut 20, 30 Sekunden. Und ich glaube, die wird versuchen, jetzt einmal voll durchzutreten, bis sie hinkommt, zum ersten zur Bergwertung. Aber wenn du jetzt auf dieser Position schon bist, nach 6 Runden fast, da schielt man schon irgendwo in Richtung Etappensieg. Und hier tut sich weiterhin nicht allzu viel. Aufrechte Fahrweise. Ja genau, da ist jetzt das Tempo wirklich raus. Also das dürften, vorhin haben wir gesehen, mindestens 20 Sekunden gewesen sein zwischen der Dame, die wir jetzt an der Spitze sind, und dem Hauptfeld. Kurzes Update, vielleicht schauen wir mal, wer die Österreicherinnen sind, die noch im Hauptfeld mit dabei sein sollten. Verena Ebert haben wir dann mal mit dabei vom österreichischen Nationalteam. Hanna Streicher, Romana Slavinec, Elisabeth Kapaura war es am Ende des Feldes. Die Dame aus Vorarlberg, Mitglied im österreichischen Skiverband. Die Skifahrerin, die ist ja auch noch im Hauptfeld mit dabei. Daniela Schmitzberger sollte auch noch mit dabei sein. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Dame aus Österreich. Und das ist Sophie Schober, die auch noch im Hauptfeld mit dabei ist. Das Feld, das an Position 2 unterwegs ist, also hinter dieser Dame, die wir vorne alleine an der Spitze sehen und die jetzt vielleicht zu den 3 Punkten bei der Bergwertung rasen könnte. 89 Fahrerinnen sind momentan einmal bei Startziel durchgegangen. Zur Halbzeit des Rennens 112 waren im Start, also es wird hier früher oder später noch zu einigen mehr Überrundungen kommen auf dieser 76 Kilometer langen Strecke. 7,6 Kilometer ist eine Runde lang und das sind auch wunderschöne Verhältnisse hier zum Zusehen natürlich und für alle zum Mitschauen, denn da tut sich einiges. Jede Runde war bis jetzt ein bisschen anders. Am Anfang haben wir einige Stürze gesehen, dann gleich einmal die Attacken bei der ersten Bergwertung und jetzt vielleicht eventuell eine erfolgreiche Flucht nach vorne. Wenn das Peloton nicht jetzt wieder sagt, jetzt attackieren wir, Bergwertung kommt gleich, 6 von 10 Runden sind dann absolviert. Ja, 45,6 Kilometer haben wir dann bei der nächsten Zieldurchfahrt zurückgelegt. Also dann sind es noch fast 20 Kilometer bis ins Ziel. Da sehen wir jetzt die Fahrer mit der Startnummer 81 aus Deutschland, die jetzt einmal die Zeit nützt, etwas trinkt und dann den Schlussanstieg angehen wird. Ich glaube, dass sie bis oben kommen kann, also bis zur Bergwertung einmal, aber wir sind gespannt. Ich traue mich keine Prognosen mehr abzugeben. Das Rennen ist heute sehr atypisch, hätte ich gesagt. Also da hätte man mit einem ruhigeren Rennverlauf gerechnet, dass eben jetzt auch rechts die Betreuerinnen wichtiger ist, auch Verpflegung immer nur von rechts stehend, also niemals von links, außer es gibt einen Anmerkung von der Rennleitung, passiert aber fast nie. Also Verpflegung immer rechts stehend hier zwischen den Kilometern, also nach 30 gefahrenen Kilometern und vor den letzten 20 Kilometern. Also können wir uns ausrechnen, hier haben wir insgesamt 20 Kilometer Zeit, um Flaschen zu holen. 26 Kilometer sind es, wenn wir ganz genau sind. In diesen 26 Kilometern ist es den Fahrerinnen gestattet, entweder Flaschen von der Seite, von den Betreuern am Straßenrand zu holen oder von den Autos, die hinten im Konvoi nachfahren.
Und das ist der Vorsprung, den wir hier ungefähr sehen können. Der ist schon so 25, 30 Sekunden momentan groß und das alles passiert in wenigen Kilometern. Aber das kann natürlich auch schnell gehen, wenn sich hier das Peloton denkt, na, machen wir mal nichts, schauen wir, was passiert. Die Dame vorne wird schon keine große Rolle spielen. Katharina Fox vom RSG Gießen Bieler aus Deutschland versucht es hier in diesem Anstieg und wird hier gleich ordentlich raufziehen. Ja, ein kurzer Blick in die Kamera noch, bevor es hier für Sie gleich reingeht in den Anstieg, der knapp, wie gesagt, 500 Meter lang ist. Einmal nach links hinüber dann und da wieder die Markierung. Vielleicht sehen wir jetzt hinter uns, im Hintergrund sehen wir die rote Fahne. Also die Damen, die jetzt durchkommen, die haben schon zu viel Verspätung und werden aus dem Rennen genommen, bekommen dann die Zeit der letzten Dame, die heute ins Ziel kommt und dürfen dann morgen in Markersdorf bei der nächsten Etappe, der dritten Etappe, die es dann morgen sein wird, wieder an den Start gehen. Normalerweise bei anderen Rundfahrten wäre dann die Rundfahrt beendet und die müssten nach Hause fahren. Hier in Niederösterreich hat man das zum Glück so geregelt, dass die Damen dann am nächsten Tag auch wieder an den Start gehen können. Und da sehen wir das Hauptfeld. Vorhin haben wir an der Spitze Antonia Niedermayer gesehen, die bestplatzierte Juniorenfahrerin, die hier das weiße Trikot trägt. Hinein in den Anstieg. Hier sind noch diese ca. 500 Meter, die hier angeschrieben sind. Und das ist auch dieses steile Stück. Runde für Runde wird sie gefahren. Sie holt sich ziemlich wahrscheinlich diese drei Punkte einmal für die Bergwertung ab. Ich glaube aber, das Allerwichtigste wird ihr natürlich sein, hier vermutlich auf einen Etappensieg zu gehen. Vier Runden muss sie dann auch irgendwie durchkommen. Das wäre natürlich schon eine Sensation für die Deutsche mit der Startnummer 81, Katharina Fox, wenn das gelingen könnte. Kann das Peloton da jetzt noch aufholen bis zu dieser Bergwertung? Ich glaube, da waren diese 25 bis 30 Sekunden Vorsprung, die sie in wenigen Kilometern herausfahren konnte, schon ein bisschen zu viel. Wäre jetzt unwahrscheinlich und vielleicht auch nicht im Interesse unbedingt hier von dem führenden polnischen Team rund um die Gesamtführende da noch aufzuholen. Gleich sind wir hier oben. Wunderschöne Bilder hier. Zehnmal geht es diesen Anstieg rauf. Natürlich bringt sie zurück, denn natürlich weiß auch sie nicht so ganz, wo sich die anderen befinden. Funkverbindung ist nicht erlaubt für die Deutsche. Ja, Katharina Fox dürfte in guter Form sein, die Dame, Jahrgang 1996, also 25 Jahre ist sie alt, war vor kurzem bei der Lotto Thüringen Ladies Tour mit dabei, also über 6 Etappen ist sie da mitgefahren. Am Ende gewann Luzinda Brandt die Gesamtwertung, sie war in der Gesamtwertung 79. Im Punkteklassement war sie auf Rang 7 und im Bergklassement hat sie auch punkten können, war sie auf Rang 22. Also da ist die Dame, die wir jetzt hier an der Spitze alleine unterwegs sehen. Die holt sich gleich hier die drei Punkte und hier sehen wir es, da ist es wirklich ziemlich steil. Holt sich daher natürlich noch die verdiente Trinkflasche. Diese brauchen wir, denn wie gesagt, Außentemperatur momentan 25,5 Grad, kein Wind. Und hier Ende für die Getränkeübergabezone, für die Betreuerzone. Genau, zugleich auch die Green Zone, also nur in der Zone zwischen Start und End. Ich glaube, Start ist circa an der 500 Meter Marke bis ins Ziel. So, sie holt sich jetzt die drei Punkte, muss ich mal aufschreiben. Also notieren wir mal drei Punkte für die Startnummer 81, Katharina Fox von RSG Gießen Bieler aus Deutschland. Und dann schauen wir auch, wer da gleich dahinter nachzieht, denn man sieht das immer wieder. In starken Steigungen kann ein Vorsprung schnell groß werden, aber auch schnell wieder schrumpfen hier. Die nächste Dame, die hier hereinkommt, holt sich hier die zwei Punkte. Ja, Dominika Vlodarczyk ist es, die Fahrerin, die hier mit der Startnummer 3 unterwegs ist. Und auf Platz 3 Vera Kruskaj, die auch schon hier bei der ersten Steigung in der ersten Runde vorne mit dabei war. Und dahinter sehen wir auch nicht allzu weit entfernt gleich die Gesamtführende. Linda Riedmann auch den ganzen Tag heute schon im vorderen Feld platziert. Hier momentan auf dem vierten Platz. Und jetzt könnte es eine kleine Vorentscheidung geben. Werden wir hier eine deutsche Dame, eine Katharina Fox sehen, die hier von vorne weiter versucht zu attackieren, schnell zu fahren, denn dann würde das fürs Peloton natürlich schon langsam auch bedeuten, jetzt müssen sie etwas tun. Kurze Probleme für Daniela Schmitzberger haben wir gesehen in der Haarnadelkurve, die in die Abfahrt reinführt, aber ist auch noch vorne mit dabei, die Dame aus Oberösterreich, die ansonsten für Felbermayr-Wels an den Start geht am Wochenende in St. Ruprecht an der
Raab war sie auf Rang 2 bei den österreichischen Meisterschaften der Juniorinnen im Kriterium geschlagen, nur von Johanna Martini, die jetzt hier ihre Teamkollegin im österreichischen Nationalteam ist, das geleitet wird von Stefan Söllkner, dem neuen Nationalteamtrainer der Juniorinnen und der männlichen U17-Fahrer. Der Mann aus Rottenmann in der Obersteiermark leitet eben hier das Team rund um Verena Eberhardt und Daniela Schmitzberger. Katharina Fox aus Deutschland, circa 16 Sekunden war ihr Vorsprung nach der zweiten Bergwertung, nach 6 von 10 Runden. Das heißt, hier sind noch einmal viermal dieser 7,6 Kilometer lange Kurs zu absolvieren. Und sie wird versuchen, jetzt ordentlich reinzutreten, um diese Distanz mindestens halten zu können. Denn wenn das Peloton dahinter nicht versucht, etwas Großartiges zu machen, dann werden die auch nicht drankommen. Aber es sind, wie gesagt, noch einmal viermal diesen Berg hinaufzufahren, diese 500 Meter lange und sehr, sehr intensive Steigung. Ja, nach zwei ausgefahrenen Wertungen schauen wir uns mal den Zwischenstand in der Wertung an. Es führt die Fahrerin aus Polen vom Mat Atom Developer Women's Cycling Team Dominika Wlodarczyk, die hier mit der Startnummer 3 unterwegs ist. Sie hat bisher 5 Punkte sammeln können. Einmal hat sie gewonnen, einmal ist sie Zweite geworden. 3 Punkte für die Startnummer 81, Katharina Fox. Das ist die Dame, die solo an der Spitze unterwegs ist. Und dann haben wir noch zwei Fahrerinnen mit jeweils 2 Punkten. Die Startnummer 13, Linda Riedmann, die bei der ersten Bergwertung Zweite wurde. Und dann auch noch die Startnummer 25, Virag Busaki vom Nationalteam Ungarn, die zweimal Dritte wurde. Also 4 Damen haben bei der Bergwertung bisher anschreiben können. Eine gibt es an diesem Tag noch, das in Runde Nummer 9 gemeinsam mit der finalen Glocke wird das dann ertönen, wird die dann ausgefahren. Also wenn sie in die letzte Runde geht, gibt es dann nochmal 3, 2 und einen Punkt für die ersten drei Damen, die als erstes über den Zielstrich fahren. Wird, kann, soll. So, und jetzt ist sich, glaube ich, auch das Peloton hinten rund um das polnische, momentan führende Team ein bisschen einiger geworden. Jetzt wird wieder Tempo gefahren. Und so schnell können wir wahrscheinlich gar nicht schauen, wird hier die deutsche Katharina Fox wieder eingeholt werden. Sehen wir noch einmal ihr Material hier mit der Startnummer 81 und hier. Das ist schon wieder flottes Tempo, da ist schon wieder fast Einheits-, fast Mannschaftsteamzeit fahren, nachdem sieht es fast aus. Ja, da hat sich das Hauptfeld jetzt ein weiteres Mal zerfledert, wie es aussieht. Also einige Damen haben sich da, wie es ausschaut, absetzen können und könnten in Kürze auf Katharina Fox aufschließen. Ich glaube, das sind weiterhin die Damen vom Pacific Nestle Fitness Cycling Team an der Spitze, die jetzt eine kleine Kante aufziehen. Also da dürfte leichter Wind von links kommen. Da sehen wir jetzt so, wie die Fahrerinnen auf der Straße angeordnet sind, dass eben leichter Wind jetzt herrschen sollte. Hier sehen wir die Fahrerin aus Deutschland, bei der es relativ egal ist, wo sie jetzt auf der Straße unterwegs ist. Versucht natürlich, den kürzesten Weg zu fahren und das gelingt ihr sehr gut. Dahinter sehen wir jetzt einmal Rennleiter Nummer 2, Thomas Konetzen, er verfolgt jetzt die Spitze. Da sehen wir keinen neutralen Betreuer oder kein Betreuerauto. Also wenn sie jetzt einen Defekt oder irgendetwas hätte, wäre das nicht gut für sie. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr da nichts passiert und dass sie weiterhin voll durchziehen kann. Defekte und so weiter haben wir heute, zumindest im Livestream, noch nicht mitbekommen, aber Stürze und das vor allem in den ersten zwei Runden. Warum passiert so etwas vielleicht genau am Anfang? Ist das, weil so viele im Peloton fahren? Ja genau, und am Anfang ist immer ziemlich hektisch, vor allem am Anfang einer Rundfahrt und das hat sich heute in den ersten zwei Runden wieder gespiegelt. Also einige Stürze, wie es der Uwe schon erwähnt hat, haben wir da gesehen. Jetzt sehen wir mal das Auto an Katharina Fox vorbeifahren. Also die ziehen jetzt nach vorne, bedeutet meistens, dass von hinten eine Gruppe kommen kann, die in Kürze da sein wird. Oder sie sagen ja einfach den Vorsprung an, den sie auf die Verfolger hat. Also nochmals zurück zu den vielen Stürzen. Wir haben nichts mitbekommen, dass sich da eine Dame gröber verletzt hat. Also sollten alle Damen morgen wieder mit dabei sein auf der dritten Etappe, die dann in Markersdorf auf dem 4-Kilometer-Kurs ausgefahren wird. Der wird 20 Mal umrundet. Da werden wir dann wahrscheinlich ein ähnliches Bild wie heute sehen. Und das könnte auch ein Ausscheidungsrennen werden, auch wenn die Topografie ganz anders ist als heute.
fast ein gestretchtes Kriterium, kann man fast sagen, bei so vielen Runden. Wie auch immer, morgen 12.15 Uhr geht es auch wieder im Livestream los. Für alle, die uns gerne wieder zuschauen wollen, hier im Sportland Niederösterreich TV und natürlich auch bei den Kollegen von K19. Sonntag dann auch alles wieder live, wie genannt, wie geplant, ab 8.45 Uhr mit Start bei den Damen um 9 Uhr. Gleich haben wir dann aber schon wieder die 7 Runden geschafft und es geht irgendwie dann doch hinein in die erste quasi Endphase hier bei diesem Rennen. 76 Kilometer die Gesamtdistanz hier. Und Katharina Fox, die probiert es natürlich hier weiterhin, denn was bleibt ihr sonst noch über, als jetzt von vorne versuchen, Druck zu machen und drauf zu bleiben? Genau, ist gezwungen. Jetzt dreht sie sich einmal um sich einmal klar zu machen, wie die Situation hinter ihr ausschaut. Ihr bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig, als weiterhin aufs Gas zu drücken. Vielleicht können da ein, zwei, drei Fahrerinnen zu ihr springen und dann wäre es ein bisschen leichter für sie. Aber sie ist jetzt weiterhin allein unterwegs. Also wir sehen da, glaube ich, keine Fahrerin, die in Kürze auf sie auffahren kann. Jetzt sind wir wieder am Ende des Hauptfeldes, das mittlerweile schon sehr ausgedünnt ist. Gestartet sind wir ja mit 112 Damen. Und jetzt müssen wir vielleicht einmal, so dass ich jetzt, das ist Katharina Fox. Das ist eine von diesen doch gefährlicheren Kurven auf diesem Rundkurs. Ganz zu Beginn des Rennens ist da ein bisschen was passiert. Wir sehen hier 115 Grad in etwa ist diese Kurve im Bergabbereich. Also ein kleiner Verbremser und man liegt auf der Straße. Genau, ist sie aber schön gefahren, hätte sogar noch ein bisschen einen Platz gehabt. Also hätte die Kurve noch ein bisschen mehr ausnutzen können, als sie es getan hat. Ah ja, Katharina Fox dürfte technisch gut sein. Schauen wir nochmal gestern beim Zeitfahren war sie auf Rang 19 mit 1 Minute und 41 Sekunden Rückstand auf Carolina Kumm-Jäger. Und jetzt sehen wir wieder das Peloton. Vorher wieder volles Tempo gefahren. Katharina Fox kommt hier wieder alleine in die Steigung hinein und das Peloton, so ganz einig sind sie sich nicht. Ich glaube, da machen zwei, drei Tempo, alle fahren mit und dann denken sich, glaube ich, die Polinnen wieder, naja, zahlt sich doch noch nicht so aus hier. Gut für die Deutsche. Ja, 1 Minute 41 ist ihr Rückstand. Also hinten haben sie dann schon noch einen kleinen Puffer, was die Gesamtwertung angeht. Sie müssen nicht unbedingt jede Etappe gewinnen, um hier in der Gesamtwertung am Ende vorne zu sein. Darum ist es vielleicht nicht schlecht, wenn sie ihre Kräfte noch etwas sparen, denn in den nächsten zwei Tagen wird dann auch noch hart Rennen gefahren. Und deswegen könnte es sein, dass sich die Damen aus Polen hier jetzt einmal gesagt haben, wir fahren ein bisschen langsamer und dann im Finale könnte man das Gas nochmal aufdrehen und versuchen, die Fahrerin aus Deutschland einzuholen, die hier schon seit einigen Kilometern jetzt da vorne alleine unterwegs ist. Unten im Flachen ist sie weggefahren. Das ist meistens typisch für solche Kurse. Alle glauben, dass am Berg die Gruppe geht, aber unten im Flachen, wo niemand aufpasst, ist sie dann weggefahren und ist jetzt alleine vor dem Hauptfeld, das wir jetzt wieder im Bild haben, unterwegs. Ja, falls ihr natürlich auch Bilder und so weiter sehen wollt, alles auf der Website vom Union Radteam Pilachtal oder facebook.com Sportland Niederösterreich Women's Kids Tour. Da gibt es auch von den Veranstaltern hier rund um das Team von Florian König die Meldungen auf den sozialen Medien, die Fotos, die Beiträge und Insider-Infos natürlich, wie dieses Rennen hier ablaufen wird. 7 von 10 Runden sind gleich absolviert, quasi also 3/4 des Rennens, das wir da gleich geschafft haben. 10 Runden, auch eine wunderschöne Anzahl natürlich hier für so eine Etappe und die haut sich jetzt da, glaube ich, kurz einen Energieriegel oder ein Gel hinein und das ist auch, glaube ich, der letzte gute Zeitpunkt jetzt, wo man so etwas noch tun sollte. Die restliche verbleibende Fahrzeit circa 35, 36 Minuten. Ja genau, wie es aussieht, hat sie da jetzt einen Riegel in der rechten Hand. Wird sich den jetzt noch gönnen, wie man heutzutage sagt, 1000 Meter jetzt noch rauf, da hat jetzt Thomas Konetzny die Information weitergegeben. Ich glaube, er hat hier den Vorsprung auf das hinten heranbrausende Feld aus dem Fenster gesagt. Jetzt weiß sie auch, dass sie ordentlich weiterfahren muss, wenn sie hier vielleicht eventuell um einen Etappensieg mittreten möchte. 1,5 Runden lang schon an der Spitze, die deutsche Katharina Fox. Nach 6 Runden war ihr Vorsprung ca. 15 Sekunden. Und diese 15 bis 20 Sekunden in etwa werden es momentan auch noch sein. Aber wir sehen es und gleich sind wir wieder in dieser 500 Meter langen, steilen Bergaufpassage. Das kann schnell weg sein, deshalb innen fahren, Aero-Position ausnutzen, das macht sie und hier wieder der Punkt, es geht noch 1 Kilometer und da ist sie gleich dann wieder oben bei Start und Ziel.
Er schaltet sofort herunter, also sofort leichten Gang rein, wirft jetzt den unnötigen Ballast in der Green Zone ab. Also alles das, was sie nicht benötigt für das weitere Rennen. Und hier haben wir schon wieder den White Shot, wie du das nennen würdest. Und da werden wir in Kürze dann Katharina Fox vorbeifahren sehen. Da haben wir jetzt einmal das Vorausfahrzeug gelenkt von Roland Pilz gesehen, der hier für die Kids Tour verantwortlich ist und hier auch im Vorausfahrzeug unterwegs ist. Dann schauen wir. Auf den Anstieg hinein. Immer noch sehr, sehr aktive Fahrweise. Das heißt, die wird auch sich noch einige Energien aufsparen können. Hier auf den letzten Metern zurück Richtung Start und Ziel. 7 von 10 Runden hat die deutsche Katharina Fox gleich absolviert. Gestern Rang 19 im Einzelzeitfahren mit einem im Gesamtklassement Rückstand. Gestern nach der ersten von 4 Etappen von 1:39. Wird wahrscheinlich in der Gesamtwertung keine große Rolle spielen, aber es geht vielleicht hier für sie um wichtige Punkte für die Bergwertung und vielleicht auch um ein Trikot, denn da fängt man natürlich auch irgendwann zum Denken an. Da gibt es vielleicht was zu holen, wenn die anderen nichts machen. 7 Runden absolviert und nach 9 Runden gibt es dann wieder eine Bergwertung. Ja, wenn sie es bis zur nächsten Bergwertung schafft, die in der vorletzten Runde ausgefahren wird, dann können sie die Führung übernehmen. Die Fahrerin mit der Startnummer 3, Dominika Vlodarczyk, dürfte dann maximal Dritte werden und dann wird Katharina Fox morgen das Bergtrikot tragen. Schau mal, ob das der Dame aus Deutschland gelingen kann. Aber ich glaube, wenn wir ein bisschen zurückschauen, sehen die wir kommen, schon, dass die kommen, hinten. Die kommen, die kommen. Und das schiebt sich anscheinend wieder zusammen hier, diese Sache. Katharina Fox ist ja jetzt zu Ende. Ihr kleiner Husarenritt hier so kurz vor Beendigung der 7. Runde von 10 Runden hier auf der 2. Etappe. Und da sehen wir auch in Gelb und in Rot hier die anderen Trikots, die getragen werden. Die Punktetrikots, das blaue Trikot und natürlich das Gesamttrikot von der gesamtführenden Karolina Kumjega aus Polen. Ja, ich glaube, an der Spitze war es Linda Riedmann, die Dame vom deutschen Nationalteam, die heute schon einmal gepunktet hat bei der Bergwertung, die da vorne war. Sie hat noch einen kleinen Vorsprung über die Kuppe bringen können. Da sehen wir jetzt mal Katharina Fox. 7 Sekunden sind es laut Zeitnehmung, die sie da drüber bringt. Schauen wir mal, wie sich das Rennen jetzt weiterentwickeln wird. Also 7 Sekunden nimmt sie mit in die Abfahrt. Und eines können wir jetzt auch sagen, im Vergleich zu Beginn, wo natürlich das große Feld noch mit dabei war, sind die individuellen Rundenzeiten deutlich langsamer geworden. 12 Minuten in etwa waren die ersten Rundenzeiten, letzte Runde waren es schon 13:07 und diese Runde war schon in etwa 15 Minuten nur mehr. Also da tut sich auch was. Ja, da sehen wir jetzt, da ist die ganze Runde lang Katharina Fox alleine an der Spitze gefahren und zuvor war es eben das Team aus Polen, der gesamtführenden Karolina Kumjega, die das Tempo gemacht haben. Und wenn da mehrere Damen das Tempo machen, ist man natürlich um einiges schneller als Katharina Fox, die hier alleine dem Wind ausgesetzt war und jetzt weiterhin in Führung liegt. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Da sehen wir jetzt die Dame weiterhin alleine unterwegs. Und lässt sich hier auch keiner Weise irgendwie zurückfahren. 47 Damen sind hier, 48 sind sogar im Peloton bei den Damen. Elisabeth Kapaura aus Österreich, die Dame aus dem Skiweltcup, ist hier als letzte im Peloton noch mit dabei und damit drinnen in dieser Gruppe. Das heißt, die Abfahrt wird sie durchkommen und das heißt auch für die Österreicherin unbedingt in der Flachpassage mit drinnen bleiben hier. Und die Deutsche wird es wieder eine Runde lang probieren. Und das Interessante ist ja, man weiß nie so ganz, was machen die Damen im Feld hinten. Drücken sie an, dann wären sie wahrscheinlich gleich bei ihr. Machen sie das nicht und sie gibt weiterhin Gas, kommt sie zumindest der Bergwertung in 2 Runden einen Schritt näher. Ja, es wären dann noch 14 Kilometer bis zur nächsten Bergwertung. Wir würden sie wünschen, dass sich das ausgeht für Katharina Fox. Interessant wäre jetzt einmal kurz der Schwenker nach hinten, wie sich das jetzt entwickelt hat. Auch sie blickt jetzt einmal kurz zurück, 90 Grad Kurve wieder und dann rauf auf die Landesstraße 6058, die runter Richtung Leitzing führt. Ist deine Dame rausgefallen? Oder hat es einen Sturz gegeben? Das kann natürlich gut sein. Dann vorne sehen wir das Peloton und wie unser Motorrad hier aber versucht, blitzschnell die Sache aufzuholen. Und da sehen wir auch nach den Kurven natürlich immer wieder ausgedehntes Fahrerinnenfeld, das sich dann immer wieder sammelt
oder auch nicht, kommt immer auf das Tempo drauf an, das gefahren wird. Sehen wir ein bis zwei Fahrerinnen nebeneinander, ist meistens sehr hohes Tempo im Spiel. Wenn das Feld breit fährt, also über die gesamte Straßenbreite, dann geht es ein bisschen gemütlicher. Kurz zu den Wattzahlen, wie viel weniger tritt man denn da hinten im Feld drinnen und was müssen die vorne in etwa leisten? Also man kann sich bis zu 60% an Energie, die man normalerweise raushaut, hinten im Windschatten aufsparen. In Wattzahlen ist das immer schwierig zu sagen, da jetzt jede Dame ein anderes Körpergewicht hat, aber ich schätze mal, dass die vorne so um die 300-400 Watt treten werden und hinten kann man dann auch über längere Strecken mal mitrollen, also würde man 0 Watt produzieren, das aber nur über ganz kurze Strecken, aber ja, hinten ist es bekanntlich um einiges leichter, da sehen wir jetzt die Slow Motions, ich glaube, das ist Gabriela Erhardt, könnte das sein, vom Union Raiffeisen Rad Team Tirol, die Fahrer mit der Startnummer 118 sehen wir da, da müssen wir umblättern. Ah, Elisabeth Kabaure ist das, die gestern auf Rang 80 gefahren ist, die Vorarlbergerin, 3 Minuten 29, ihr Rückstand in der Gesamtwertung, also hat jetzt, wie es aussieht, den Anschluss an das Hauptfeld, das weiterhin hinter Katharina Fox nachjagt, verloren. Und wir sind mittlerweile in der 7. Runde angekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Runde 8 sind wir natürlich schon. Das heißt, 2,5 Runden sind genau zu diesem Zeitpunkt noch zu fahren. Zwischen 12 Minuten waren die schnellen Runden hier auf dem 7,6 Kilometer langen Kurs im gesamten Peloton und jetzt vorne in etwa 15 Minuten hier die Rundenzeiten für Katharina Fox. Das heißt natürlich auch für das Feld dahinter, die circa 40 Damen starke Kraft dahinter, die sparen sich schon einiges. Und ich glaube, irgendwann wird eine Dame da hinten in diesem Feld, das wir hier im Bild sehen, nervöse Beine bekommen und versuchen nach vorne zu schießen. Zwei interessante Positionen haben wir für solche Attacken heute schon gesehen. Zum einen, hier sehen wir es bei Start und Ziel, dieser Anstieg, die letzten 500 Meter aus taktischen Gründen natürlich super, um wegzukommen, oder in oder gleich nach der Abfahrt. Also hier sehen wir jetzt eine größere Gruppe, die abgerissen ist. Für die wird es schwierig nochmal aufzuschließen, aber die werden das Rennen ohne Überrundung beenden können. Da waren auch einige Damen vom Union Raiffeisen Radteam aus Tirol mit dabei. Und ja, für die Damen, wir haben es vorhin schon von Florian König gehört, heißt es morgen testen. Da gibt es den obligatorischen Antigen-Test, der in Markersdorf durchgeführt wird. Können wir vielleicht auch kurz erzählen, wir waren heute schon testen. Uwe, der alte Leichtathlet, ist gelaufen und ich bin in seinem Windschatten mit dem Fahrrad hinterhergefahren. Da hat er mir auch noch das Sportzentrum in St. Pölten gezeigt. Dann haben wir ein kleines Wettrennen auf der Laufbahn gemacht und dann sind wir wieder zurück hierher ins Studio in St. Pölten. 38,17 Sekunden mit einem Francesco Moser Fahrrad auf einer Laufbahn. Start aus dem Stand. Also wer das einmal ausprobieren möchte, das ist die Zeit von Thomas Binder. Handgestoppt. Handgestoppt. Ohne 38, Aufwärmen. 17, ohne Warm-up. Es war ja schon warm genug. Zurück zu den Damen. Hier das Peloton. Hinten sehen wir es. Da wird immer noch kaum Tempo, kaum Watt gefahren. Das heißt, einige können sich da noch ein bisschen ausruhen. Und nein, nächster Sturz hier. Startnummer 57 sehen wir hier gleich. War in diesem Sturz leider verwickelt. Das schaut eher nach Sit-In aus. Also ich glaube eher, dass die schon am Straßenrand sitzen. Also das war jetzt, glaube ich, kein Sturz zum Glück. Denn wir haben natürlich einige Stürze schon gehabt heute. Wer wollen wir nicht, dass da noch passiert? Die Damen hier im Klassement, die dürfen noch weiterfahren. Da sehen wir keinen Kampfrichter, keinen Schiedsrichter, keinen Referee an der Seite hier bei Start und Ziel mit roter Flagge, der signalisieren würde, Rennen zu Ende. Also für die Damen, ich sage, mein Herz bleibt stehen, wenn du ein liegendes Fahrrad sehe, aber du hast recht, der hat natürlich nur getratscht wahrscheinlich und passt alles. Ja, die Damen aus Deutschland vom Team Stuttgart und vom Team Mangatz eh dabei, an die heutige Etappe nicht beenden werden, haben wir da kurz im Schatten sitzend gesehen, werden sich erholen und dann morgen in Markersdorf wieder an den Start gehen. Und weiterhin sehen wir Katharina Fox an der Spitze. Hätte man nicht geglaubt bei der letzten Zieldurchfahrt. Da hat sie 7 Kilometer über die Kuppe gebracht. Aber da haben wir dann nicht gesehen, wie sich das Rennen hinten im Hauptfeld, das sie jagt, entwickelt. Und da muss man natürlich dazu sagen, das ist Sache des Pelotons, dass das momentan natürlich auch zulässt, dass hier von hinten niemand angeflogen kommt, denn das ist breite Straße, das ist kein großartiges Tempo und die wissen natürlich dann irgendwann auch, wenn sie diese Attacke starten, einer der beiden polnischen Teams oder vielleicht auch das Nationalteam aus Deutschland, dann sieht die Sache noch anders aus. Und gleich sind wir auch schon wieder drinnen im Anstieg zum
drittletzten Mal, dann sind gleich 8 von 10 Runden hier gefahren auf der zweiten Etappe. Genau, vielleicht, dass wir uns noch ein bisschen orientieren, ca. 18 Kilometer schätze ich einmal, sind es jetzt noch bis ins Ziel. 15,2 sind es dann oben von der Bergwertung bis ins Ziel, da werden dann noch 2 Runden gefahren. Also jetzt schätzen wir mal mit noch 18 Kilometern bis ins Ziel, also 30 Minuten, ein bisschen mehr, und dann wird das Rennen hier beendet sein. Und dann werden wir sehen, ob die Fahrerin mit der Startnummer 81, die jetzt schon seit einigen Kilometern alleine unterwegs ist, auch am Ende dann die Nase vorne hat. Ja, und bevor es reingeht hier in den letzten Anstieg, noch einmal kurz in eine Werbeverschnaufpause, und wir sind gleich hier wieder zurück auf der zweiten Etappe und auf den entscheidenden letzten Kilometern. Das satte Grün erklimmen? Ich würde lieber in des Himmels Spiegel schwimmen. Lass uns Nadelböden und Lichtstreifen erfahren. Aber was ist mit den Tropfen, den kostbaren? Mir ist nach genüsslichen Geschmacksvertretern. Und mir nach Körpereinsatz auf Höhenmetern. Heute nur die Blumen flüstern lassen. Oder Kultur mit allen Sinnen erfassen. Erfrischend erholsam. Der Sommer in Niederösterreich. Da sein, wo Menschen leben. Da sein, wo Betriebe wirtschaften. Da sein, wo Familien planen. Dabei sein, wo Traditionen leben, Initiativen entstehen, Ideen wachsen. Mit 1500 Genossenschaften und über 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Überall in Österreich. Raiffeisen. Die Kraft der Nähe. Mitmachen, weil man Anteil nimmt. Mitgestalten, weil man Anteil hat. Mitreden, weil man Stimme hat. Selbst entscheiden, weil es um das eigene Unternehmen geht. Die eigenen Ziele, die eigene Verantwortung. 16.000 gewählte Funktionärinnen und Funktionäre wissen es. 2 Millionen Mitglieder können es. Raiffeisen. Die Kraft der Eigenverantwortung. Verstehen, wo einer alleine zu wenig ist. Erleben, wie einer für den anderen da sein kann. Erkennen, was möglich wird, wenn man es zusammen möglich macht. Die Idee der Genossenschaft ist so stark und aktuell wie am ersten Tag. Raiffeisen. Die Kraft des Miteinander. Was einer allein nicht schafft, schaffen viele. Was uns alle verbindet, ist dieser Gedanke. Raiffeisen. Die Kraft der Idee. 15 wurde heute gestartet, dieses Rennen. 16.53 Uhr ist es jetzt, also deutlich über 1,5 Stunden sind die Damen hier schon unterwegs. Und jetzt sind wir wieder im steilen Stück drinnen, Thomas. 8 Runden sind gleich von den 10 Runden und von den 76,2 Kilometern absolviert und immer noch in Führung Katharina Fox. Ja, genau. Sie fährt jetzt der nächsten Bergwertung entgegen. Wenn sie oben ankommt, dann noch eine Runde, also einmal noch 7,6 Kilometer und dann gibt es nochmal 3, 2 und einen Punkt für die Bergwertung. Zwei Bergwertungen sind wir uns an diesem Tag schon ausgefahren. 5 Punkte bisher für die Polin Dominika Lodarczyk, die aktuell im virtuellen Bergtrikot der Firma Divinix unterwegs ist.
Und sie ist in diesem 200 Meter langen Schlussstück. Und da sehen wir, da ist das Tempo natürlich langsam, weil es so steil ist, bis zu 16%. Da kann man so unglaublich viel Zeit verlieren, aber natürlich auch rausholen. Man sieht es an dem Betreuer, der hier versucht mitzugehen, mitzulaufen. Also auch wenn es nur 200 Meter sind, da ist unglaublich viel Zeit drinnen. Sehr richtig, da sehen wir dann räumlich, dass der Abstand sehr gering werden kann. Und das werden wir jetzt gleich sehen bei Katharina Fox. Kommt da ein Feld hinten nach oder nicht? Letzte Runde waren es um die 10 Sekunden Vorsprung, vor zwei waren es 15. Und den Vorsprung hat sie jetzt aber mindestens halten können. Die geht hier ganz alleine einmal hinein in die Abfahrt. Und momentan sieht es nicht danach aus, als ob das Peloton da großes Interesse hätte, nämlich überhaupt nicht aufzuholen. Da ist der Vorsprung deutlich größer geworden. 17, 18, so, 19, 20 Sekunden. Selbstverständlich sind wir hier voll drauf. Und momentan liegt der Rückstand des Pelotons bei 25 Sekunden, ein bisschen mehr sogar für Katharina Fox. Und in der Runde zuvor waren 7 Sekunden. Also schaut gut aus, dass die Dame aus Deutschland da noch eine Runde alleine vorne unterwegs sein könnte. 7,6 Kilometer jetzt noch. Und dann gibt es nochmal 3, 2 und einen Punkt bei der letzten Bergwertung an diesem Tag. Und ja, Katharina Fox, RSG Gießen-Bieler, da sehen wir es jetzt, 1 Stunde 39,26, du hast schon erwähnt, um 15.15 Uhr mit etwas Verspätung ist heute die zweite Etappe der Sportland Niederösterreich Women's Tour losgegangen. Wir sind in Stephansharth, da wo im Jahr 2018 die österreichischen Staatsmeisterschaften im Einzelzeitfahren ausgefahren wurden. Bei den Herren gewann Georg Breider, damals fürs Team Groupama FDG unterwegs, und bei den Damen gewann Martina Ritter, damals für Wiggle High Five am Start. Katharina Fox probiert es natürlich hier von vorne weg. Und ganz kurz, weil wir noch über österreichische Meisterschaften gesprochen haben, da hat sich am Wochenende auch natürlich einiges im Rahmen von österreichischen Meisterschaften getan. Ja genau, aktuell in Graz die Sport Austria Finals. Heute gibt es die österreichischen Meisterschaften im Eliminator Mountainbike Bewerb und auch im Radkriterium. Eliminator Mountainbike findet in Stadeck im Norden von Graz statt und das Kriterium in Gössendorf im Süden von Graz. Da geht es dann um 17 Uhr los und gestern waren schon die ersten Medaillenvergaben bei den Mountainbikern im Cross Country Olympic. Bei den Herren gewann Maximilian Feudl vom KTM Factory Mountainbike Team vor Karl Markt und Gregor Rackl. Und bei den Damen gewann Mona Mitterwallner vom deutschen Trek VD Team vor Laura Sticker, der ehemaligen Juniorenweltmeisterin auf der Straße, die für Specialized unterwegs ist. Und auf Rang 3 war Anna Spielmann, also ein rein tirolerisches Podium bei den Mountainbikerinnen. Anna Spielmann, die für KTM Factory Mountainbike unterwegs ist. Und 31 Sekunden, also wolltest du nur sagen, Entschuldigung. Ich wollte nur noch anfügen, dass noch wo Medaillen gefahren wird. Aktuell in Oberösterreich, also nicht allzu weit weg von Stephansharth. Da befinden wir uns ja an der Grenze zu Oberösterreich. Auf der anderen Seite der Donau ist dann schon Oberösterreich. Aktuell die Upper Austrian Cycling Tour unterwegs. Ein mehrtägiges Etappenrennen für Amateurfahrer. Und da finden auch zugleich die Europameisterschaften der Versehrten statt. Und da gab es gestern schon 4 Medaillen für den österreichischen Radsportverband. Zweimal Gold, einmal durch Walter Ablinger und einmal durch Thomas Frühwirth, einmal Silber durch Wolfgang Schattauer und einmal Bronze durch Alexander Gritsch. Also das die Ausbeute an Tag 1 für den österreichischen Radsportverband bei den Europameisterschaften der Versehrten in Oberösterreich. Und auch da werden wir den einen oder anderen oder die eine oder andere hoffentlich bei den Olympischen Spielen, die dann im Anschluss zu den Olympischen Sommerspielen der Profis stattfinden werden, mit dabei haben. Das Peloton, es fächert sich wieder hier breit auf. 31 Sekunden ist der Vorsprung von Katharina Fox vom deutschen Team. Und die versucht natürlich hier weiterhin von vorne ordentlich Tempo zu fahren. Umso realistischer sind natürlich dann ihre Chancen hier auf einen Etappensieg. Und natürlich auch, dass sie sich, und das kommt in dieser Runde jetzt wieder, das Bergtrikot vorerst sichern kann und damit in eine Mini-Favoritenrolle für das Bergtrikot schlüpfen kann. Das werden wir dann in wenigen Augenblicken sehen. Ja genau, die einzige Kontrahentin, die sie hat, ist Dominika Vlodarczyk, die aktuell die Bergwertung mit 5 Zählern anführt. Dann haben wir Katharina Fox mit 3 Punkten, dann haben wir noch 2 Damen, die bisher 2 Punkte haben. Da haben wir mal die Fahrerin aus Deutschland vom deutschen Nationalteam, Linda Riedmann, die 2 Punkte hat, und dann auch noch vom ungarischen Nationalteam die Fahrerin mit der Startnummer 25, Virag Busaki. Also 4 Damen haben
bisher anschreiben können. Und für sie sieht es sehr gut aus, dass sie dann morgen im blauen Trikot der Bergbesten auf der dritten Etappe der Sportland Niederösterreich Women's Tour unterwegs. Es ist doch jetzt schon seit einigen Runden alleine unterwegs und jetzt befinden wir uns gerade in dem Teil, wo sie rausattackiert hat aus dem Hauptfeld, und da sehen wir jetzt wieder ein eher gemächlicheres Tempo, das im Hauptfeld angeschlagen wird. Da wird absolut aber nicht allzu viel getan hier im Peloton. Irgendwie fast eine unverständliche Geschichte, aber ich glaube, die polnischen Teams, die haben vor allem das Selbstvertrauen auch zu sagen, es geht uns hier hauptsächlich um die Gesamtwertung. Relativ egal, ob da jetzt vorne wer wegfährt, die haben das Selbstvertrauen, das glaube ich zumindest, die heutige Etappe vielleicht mitzunehmen, zum Schluss auch zu attackieren, wenn die Konkurrentinnen attackieren, aber die sparen sich natürlich auch noch die Kraft auf für die Etappe, die morgen dann kommt und vor allem für die letzte Etappe am Sonntag über die 94 Kilometer. Alles natürlich live hier bei uns morgen Samstag ab 11.45 Uhr im Sportland Niederösterreich Livestream und auch auf K19 und ab Sonntag dann um 8.45 Uhr ebenfalls auf beiden Kanälen empfangbar. Ihre Fahrweise immer noch gut, leicht aggressiv, super Tritt im Peloton. Irgendwie verstehe ich nichts. Ihre Teamkolleginnen, die sind natürlich hinten auch, kontrollieren das Ganze ein bisschen und würden im Notfall wahrscheinlich vorgehen. Ja, könnten ein bisschen Störarbeit machen, machen das aber ganz elegant, halten sich da am Ende des Feldes auf. Und ich glaube eher, dass die Damen aus Polen wissen, dass Katharina Fox mindestens 40, 50 Sekunden in den Schlussanstieg mitbringen muss, um den Vorsprung so bis ins Ziel halten. Und der Nachteil theoretisch für Katharina Fox, aber der Vorteil für das Peloton ist, man sieht sich auf der Strecke. Also das Peloton hat schon auf diesem Kurs, der 7,6 Kilometer übrigens lang ist, aber hier auf den Geraden, die 1-2 Kilometer lang ist, man sieht die Fahrerin nach vorne. Das heißt, die können den Vorsprung sehr, sehr gut einschätzen. Ja genau, auch im Radsport gibt es den Spruch aus den Augen, aus dem Sinn, und sie wird dann in Kürze wieder verschwinden. Da wird es dann etwas winkliger kurz vor dem Schlussanstieg, der dann in Kürze zum vorletzten Mal passiert. Wird. Insgesamt muss er ja 10-mal befahren werden, der Anstieg in Stephansharth, der 500 Meter lang ist und maximal 16% aufweist. Und dem nähert sich Katharina Fox jetzt wieder mit ordentlich Tempo, die Fahrerin mit der Startnummer 81. Jetzt kommen wir wieder in diese kurvige Passage und in Kürze wird es dann wieder bergauf gehen. Ich wollte schon sagen, ob es irgendwie ein französisches Wort von dir gibt, wie das heißt, wenn das Peloton Blick zum Führenden hat, obwohl es relativ weit ist. Schauen wir uns an. Französische Wort- und Sprichwortliste im Radsport. Mir wäre jetzt eines eingefallen, Chasse Patate. Patate ist die Erdapfel oder die Kartoffel und Chasse ist die Jagd. Das ist hier aber noch nicht der Fall. Das wäre dann, wenn sie jetzt mittlerweile schon 5-6 Minuten Vorsprung hätte und wenn die hinten schon wissen würden, dass sie nicht mehr gewinnen können. Hier ist aber alles noch offen auf der zweiten Etappe der Sportland Niederösterreich Women's Tour, die gestern um 16 Uhr mit dem Einzelzeitfahren der Damen in Herzogenburg eröffnet wurde und heute um 15.15 Uhr mit der zweiten Etappe hier in Stephansharth weitergeführt wird. Man hat hier wunderbar gerade gesehen, den Powermeter, den sie vorne am Lenker oben hat. Und das wäre natürlich dann auch interessant für sie nach dem Rennen bei der Auswertung. Und hier wieder die gleiche Stelle, wo ihr die Rennleitung in etwas sagen wird, wie weit der Vorsprung momentan ist. Wie gesagt, nach 8 von 10 Runden war dieser Vorsprung 31 Sekunden. Und vielleicht wird der jetzt auch noch einmal größer. Wie gesagt, die Bergwertung nach jetzt gleich gefahrenen 9 von 10 Runden, die hat sie, glaube ich, auch jetzt wieder drinnen. Diese 3 Punkte wird sie sich holen. Was wird dann aber auf der letzten Runde passieren? Wird Katharina Fox, die Deutsche, hier durchkommen oder nicht? Ja, das Bergtrikot könnte mir wünschen. Das hat sie sich verdient nach diesem Ausreißversuch hier auf der zweiten Etappe. Du hast schon erwähnt, die Rennleitung hat hier den Zwischenstand bestimmt durchgegeben. Also die 30 Sekunden, die wir jetzt einmal von denen mal ausgehen, die sind auch auf das von hinten heranjagende Hauptfeld oder Verfolgergruppe. Allzu viele Damen sind da ja nicht mehr drinnen. Aber die sehen wir jetzt hier und ich glaube, dass der Abstand sogar größer geworden ist. Als ob sie abgeschlossen hätten irgendwie mit dem Rennen und hier hinten wissen, da sind alle entscheidenden Damen drinnen, wenn es um die Gesamtwertung geht. 48 wie gesamt sind es in diesem Peloton, beziehungsweise eine vorne und 47 hier im Peloton. Und da tut sich absolut nichts und das ist dann doch irgendwie eine Überraschung, auch aus taktischer Sicht sehr, sehr spannend für die Rennleitung. Allerdings. Also vorne an der Spitze haben wir wieder die Damen in den weißen Trikots gesehen, von
Team der Gesamtführerin Caroline Kumjäger, das Pacific Nestle Fitness Cycling Team, das aus Turon kommt, habe ich heute nachgeschaut, das zwischen Lodz und Danzig liegt. Da sieht man uns sogar stehen, weil es so spannend ist. Wir uns hält es natürlich auch hier nicht mehr auf den Sesseln, sondern auch wir stehen hier auf. Es geht hinein in den vorletzten Anstieg. 7,6 Kilometer ist eine Runde lang. Ein kurzer Anstieg, dann ein kurzes Flachstück auf den letzten 2 Kilometern und dann 500 Meter, ziemlich brutale Steigung, vor allem die letzten 200 Meter haben es in sich. Kann Katharina Fox das durchbringen? Gleich sind 9 von 10 Runden gefahren. Ja genau, wir sehen uns weiter im großen Bildschirm, dahinter sehen wir die Zieleinfahrt, da kommen jetzt keine abgerissenen Fahrerinnen mehr durch. Vorhin haben wir mal die rote Fahne schwenken gesehen, also da wurden Fahrerinnen aus dem Rennen genommen. Allzu viele dürften heute nicht ins Ziel gekommen sein, das werden wir dann später nach dem Rennen herausfinden können, wie groß die Dropout-Rate an diesem Tag war. Morgen wird es dann ähnlich sein, da geht es dann am flachen Kurs in Markersdorf um die Ecken, also da gibt es mehrere Antritte pro Runde und da wird es dann so ähnlich sein wie heute und am Sonntag soll es dann wieder etwas ruhiger sein. Da gibt es eine gemütlichere Runde mit einem Anstieg. Auch da kann natürlich sehr, sehr viel passieren. Die Frage ist aber, was passiert hier und heute noch für das Peloton? Gleich hinein in den letzten Anstieg, da wo Katharina Fox schon ist, da werden wir gleich sehen. Jetzt werden die Gänge zurückgeschalten, relativ niedrig wird es darauf gehen. Und man muss ja auch dazu sagen, das sieht bei ihr noch gut aus. Ja, und sie macht es auch sehr schön. Also sie fährt jetzt nicht mit der großen Scheibe rein und ist dann kurz vorm Umfallen und schaltet erst dann runter, sondern sie schaltet schon früh runter. Jetzt hat sie nochmal einen Blick zurückgeworfen und normalerweise soll sie niemanden sehen. Denn die Gruppe, die wir jetzt sehen, das ist die zweite Gruppe auf der Verfolgung von Katharina Fox und die sind noch lange nicht dort, wo Katharina Fox jetzt gerade unterwegs ist. Auch noch nicht lange wirklich am Ziel, aber ich glaube, wenn im Peloton noch eine Etappe gewinnen werden wollen würde oder so weiter, dann müssen die jetzt in diesem Anstieg attackieren, denn viel entscheidendere Stellen gibt es dann vielleicht nicht mehr. Sie ist jetzt drinnen in diesen letzten 200 bis 300 Metern und dann hat sie 9 von 10 Runden absolviert. Dann sind es nur noch 7,6 Kilometer bis zu einem möglichen Etappensieg hier von Katharina Fox. Schafft sie das durch? Die Fahrerin vom RSG Gießen-Bieler. Momentan sieht es ganz gut aus. 31 Sekunden war ihr Vorsprung groß nach 8 Runden und ich glaube, Tom, der ist jetzt noch einmal größer geworden. Ja, schaut so aus. Also wir haben einen Ort zwischen ihr und den Verfolgern gesehen. Als das Hauptfeld in Empfing eingefahren ist, also an der Ortseinfahrt vorbeigefahren ist, ist sie schon wieder rausgefahren aus dem Ort. Müsste man jetzt herausmessen, dann wüsste man circa in Metern, wie weit sie da vorne ist. Aber wenn wir jetzt runterschauen, wir sehen nichts, niemanden. Nichts. Niemand da hier und das ist ja dieses steilste Stück. Da kämpft sie sich jetzt schon à la Julien, à la Philippe mäßig hinauf auf diesem Hügel. Rotierende Schultern. Flash-Wallon-Feeling jetzt am Schlussanstieg hier in Stephansdorf. Da geht es dann auch nochmal rauf. Das ist ihr großer Vorteil hier. Da ist momentan wirklich niemand zu sehen hier in diesem weiten Shot hier. Wunderbare Ansichten auch hier, die uns die Kameraleute natürlich bringen. Hier kein Vorsprung zu weit hier für sie. Werden wir gleich sehen. 9 von 10 Runden sind jetzt, wenn sie hier beim Sportland Niederösterreich Start- und Zielbogen durchgeht, gleich absolviert und dann zählen wir natürlich wieder für Katharina Fox die Sekunden, wie weit sich das ausgehen wird für sie. 31 Sekunden waren es nach 8 Runden. Wie viel wird es jetzt? Also wir notieren jetzt einmal ein weiteres Mal 3 Punkte für Katharina Fox, kann somit auf 6 Punkte aufstocken und jetzt darf Dominika Vlodarczyk maximal Dritte werden und dann ist es Katharina Fox, die morgen das Bergtrikot tragen wird. Wenn Vlodarczyk jetzt als Zweite durchkommt, trägt die Polin morgen das Bergtrikot und das werden wir jetzt in Kürze herausfinden, wer morgen im blauen Trikot von Die Winx an den Start gehen wird. Also irgendwas tut sich im Peloton, sonst würden da nicht 2, 3 Damen hinten rausfallen. Das sind diese letzten 200 Meter, das sehen wir an den gelben Tafeln links und rechts, die hier beginnen, wo natürlich jetzt noch einmal attackiert wird. Vielleicht auch hier eine Vorentscheidung gesucht wird. Da sehen wir, da ist hohes Tempo drinnen und die Damen kommen in wenigen Augenblicken hier durch. 9 von 10 Runden absolviert, wir sind voll drinnen im Rennfinale und jetzt wird es ein bisschen enger hier. Sehen wir die Zwischenzeit Katharina Fox und wer kommt hier als Zweite hinein bei der Zwischenzeit nach 90% des Rennens. Darum geht es jetzt natürlich. Wer ist hier Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte?
Ja, Dominika Vlodarczyk wird morgen das Bergtrikot tragen, hat sich jetzt noch die 2 Punkte sichern können und kann somit auf 7 Punkte aufstocken. Also schade für Katharina Fox, die jetzt schon seit einigen Runden alleine an der Spitze unterwegs ist. Aber wir sehen es, der Vorsprung. Eines muss man sagen, außer Aurela Nerlo, keine Top-Dame hier aus den Top 3 im Gesamtklassement in den ersten 10 hier. Und da war auch schon der Abstand zwischen Platz 2 und 10 über 12 Sekunden groß. Und der Katharina Fox Vorsprung, der ist angewachsen von 31 auf derzeit 58 Sekunden. Also quasi eine Minute ist die vorne auf den letzten 7,8 Kilometern. Eines wissen wir aber, wenn die hinten andrücken, dann wird das nicht reichen. Ja, hinten muss man sich aber einig sein. Es gibt so die Faustregel, 10 Sekunden pro Kilometer kann man gut machen auf die Ausreißer. Sie ist alleine unterwegs, also da könnten auch mehr drin sein für die Verfolger. Schauen wir mal, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Jetzt werden wir mal die Abfahrt abwarten und dann schauen wir uns die Rennsituation an, die sich jetzt nochmals neu gestaltet hat. Also auf der letzten Runde mittlerweile von 10 Runden hier auf der zweiten Etappe bei der Sportland Niederösterreich Women's Tour in Stephanshardt im Raum Amstetten sind wir hier unterwegs und das dürften die Verfolger von Katharina Fox sein. Die Gruppe, die sich hier wieder ein bisschen zusammenschieben könnte, hier die Verfolger vom Peloton, die wahrscheinlich im Anstieg ein bisschen was verloren haben und jetzt wieder den Anschluss an die große Gruppe suchen. Wie gesagt, 47 Damen groß war dieses Peloton nach 8,5 Runden und nach dem Anstieg ändert sich so etwas natürlich. Ja, was wird sie sich jetzt denken, die Fahrer mit der Startnummer 81, voll Katharina durch, Fox. Ja, voll durch von vorne. Was kann sie auch anderes noch machen? Relativ hohe Trittfrequenz dann doch auf einer fast zeitfahrartigen Passage für die Deutsche. Mal schauen, wie weit sie hier wirklich kommen wird. Denn da sehen wir, circa 8-9 Damen sind ein bisschen abgerissen, aber vorne immer noch breites Feld im Peloton. Ja, das ist gut für Katharina Fox. Das wird bedeuten, dass das Tempo jetzt wieder etwas... Also ich glaube, die macht das, um ehrlich zu sein. Schau, wie locker jetzt die Damen hier wieder heranfahren, ohne große Mühe hineinkommen ins Peloton. Die werden noch eine kurze Attacke am letzten Berg fahren und danke, tschüss, auf Wiederschauen. Ja, wir wissen aber nicht, wie es in Katharina Fox aussieht, wie viel das sie noch zulegen kann. Kann auch passieren, dass sie da am letzten Anstieg dann fast raufschieben muss. Das wünschen wir ihr natürlich nicht. Wir hoffen für die Deutsche, dass da alles klappen kann und dahinter sehen wir jetzt die Verfolger. Wäre jetzt interessant, die Spitze dieser Gruppe zu sehen, wer da jetzt das Tempo macht. Ich gehe mal davon aus, dass es das Team Pacific Nestle Fitness Cycling ist. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, jetzt passiert da draußen da vorne etwas. Unser Motorrad versucht da vorbeizukommen und jetzt wird hier attackiert. Jetzt geht's aber ordentlich ab. Und ich glaube, wir sehen hier viermal weiß und ein bisschen blau mit dabei. Vielleicht eine Fahrerin aus dem deutschen Team. Probiert sie von vorne oder ist es doch eine Polin, die wir hier sehen mit der Startnummer? Vorne haben wir eine Luxemburgerin. 40er Startnummer ist das, glaube ich, zu erkennen. Mit der Startnummer 20 ist es Nina Berton aus Luxemburg. Aber da ist das Tempo jetzt wieder etwas heraus. Und die haben es kurz probiert, die vier Damen haben sich kurz abgesetzt. Aber jetzt ist das Tempo wieder etwas heraus. Also allzu erfolgreich waren die Attacken heute nicht, bis auf sie, bis auf Katharina Fox. Die ist die Einzige, die das irgendwie geschafft hat, wegzukommen. Bei den anderen relativ kurze, schnelle Attacken, aber wirklich keine große Wirkungszeit. Maximal 10, 15 Sekunden aus dem Peloton heraus. Und dann haben die schon wieder realisiert, das wird nichts, da gehen zu wenig mit, da will auch keiner nach vorne gehen. 58 Sekunden war der Vorsprung von Katharina Fox nach 9 von 10 Runden. Und allzu weit ist sie auch nicht mehr weg und da haben wir das Peloton wieder im Bild. Ja, eine Etappe, die wir bestimmt unterschätzt haben. Also damit haben wir nicht gerechnet, dass der Anstieg rauf Richtung Stephanshardt so schwierig ist. Die Abfahrt haben wir gesehen, da ist es losgegangen, runter neutralisiert. Um 15.15 Uhr sind da die Damen gestartet, nachdem die U15-Fahrer ins Ziel gekommen sind. Da haben wir einen Österreicher jetzt einmal im gelben Trikot bei den U15-Fahrern, Valentin Zobel, der Oberösterreicher, der normalerweise fürs Team Auto Eder Walding unterwegs ist. Und dann sind wir gespannt, was sich in der Gesamtwertung hier tun wird bei den Damen. Da ist es ja aktuell Carolina Kumjäger, die das gelbe Trikot der Gesamtführenden trägt, die gestern mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 46 Kilometern pro Stunde über den 14,7 Kilometer langen Zeitfahrkurs in Herzogenburg
Burg geblasen ist. Und da sind wir gespannt, wie es den Damen aus Polen geht. Und jetzt sehen wir, ist das Tempo wieder etwas angezogen worden hinten im Hauptfeld. Man sieht natürlich, wie sich hier das Ganze immer wieder zusammenstellt und wieder breiter werden lässt. Und dieser Wechselkurs hier im Tempo bei den Damen, das ist quasi eine kleine Bestimmung hier, dass das Peloton vorzeigt. Und natürlich alles zum Vorteil für Katharina Fox aus Deutschland, die ihrem Etappensieg hier entgegenfährt. Auf der zweiten von vier Etappe bei der Sportland Niederösterreich Women's Tour. Kommt gleich wieder hinein in den Anstieg. Was macht das Peloton? Wenn die nicht gleich anfangen voll zu attackieren, dann wird das der Sieg werden für die Deutsche, die eine knappe Minute fast Vorsprung hat. Jetzt zu diesem Augenblick ist es wahrscheinlich schon ein bisschen weniger geworden, aber sie braucht schon diese 30, 40 Sekunden für den Schlussanstieg. Also wir sind jetzt wieder unterwegs auf der Landesstraße 6058 Richtung Leitzing. Dann geht es wieder links runter und das könnte dann wieder ein bisschen zugute kommen, wenn wir in die winkligere Passage kommen. Ich schätze, dass jetzt noch circa 3 bis 4 Kilometer zu fahren hat. Wir können es nicht ganz genau sagen und dann wird für Katharina Fox das Rennen beendet sein. Da sehen wir jetzt wieder ihre Maschine Stevens, mit dem ist die Dame vom RSG Gießen Bieler unterwegs. Hat immer noch beide Trinkflaschen drinnen, die auch zum Teil noch befüllt sind. Darf natürlich nicht überall weggeworfen werden, so eine Trinkflasche, sondern nur in den gewissen Littering, in den Litter Zones, wo das Ganze entsorgt werden darf. Hier gilt natürlich auch im Triathlon wie im Radsport, gibt es fixe Regeln, wo so etwas entsorgt werden darf. Ja, ein bisschen den Gesichtsausblick können wir ein bisschen sehen. Jetzt kämpft sie dann doch schön langsam. Wichtig jetzt hier, innen bleiben, den kürzesten Weg fahren und dann geht es gleich hinein in diese letzten Kilometern nach knapp 10 Runden hier oder 76 Kilometer auf dieser zweiten Etappe. Ja, einmal gibt es jetzt noch den Vorsprung durchgegeben vom Rennleiter Nummer 2, Thomas Konetzny, der jetzt da ein bisschen im Weg ist, könnte man sagen, von Katharina Fox. Aber sollte sie nicht allzu sehr irritieren, weil wir sind gespannt, wie groß der Vorsprung ist. Wir können es leider von hier nicht sagen, aber es sollten auf jeden Fall noch über 30 Sekunden sein, die Deutsche in den Schlussanstieg mitnimmt. Wir haben alles natürlich auch hier manuell mitgestoppt. Der ist dann doch immer noch relativ groß hier, der Vorsprung für die Deutsche. Wie gesagt, für die letzten 500 Meter, wenn da von hinten raus noch attackiert werden sollte, wird sie diese 25, 30 Sekunden gut brauchen können, um das noch aufzubringen. Denn da sind natürlich klasse Damen mit dabei. Das haben sie vor allem gestern im Zeitfahren bewiesen. Ja, es könnte ein Heartbreak-Final werden, wie man es auf Englisch bezeichnen würde, für die Dame, die wir jetzt wieder eingeblendet sehen, Katharina Fox, die weiterhin alleine unterwegs ist. Wird jetzt in Kürze die Ortstafel Empfing passieren und dann geht schon rauf Richtung Stephansaar zum letzten Mal. Maximal 16% für die 112 Damen, die hier um 15.15 Uhr an den Start gegangen sind. Und ich glaube, du kannst uns vom Vorsprung wieder ein bisschen Update geben. Denn der ist immer noch deutlich groß, der ist noch ein Spürchen größer geworden, weil das Peloton, glaube ich, entschieden hat, dass sie heute hier quasi um Platz 2 fahren. Genau an dieser Stelle waren wir, das sind momentan 64, 65 Sekunden, 1 Minute und 5 ist sie vorne. Die Deutsche wenige Meter hier vorm entscheidenden, vorm Schlussanstieg und das sollte eigentlich reichen und den Mutigen gehört die Welt. Allerdings, so ist es. Sie hätte sich auf jeden Fall verdient. Im Bergtrikot ist sie morgen leider nicht am Start, die Dame vom RSG Gießen Bieler, aber der Etappensieg könnte jetzt noch rausschauen auf der zweiten Etappe und somit könnte sie sich nach Carolina Kumjäger als zweite Etappensiegerin bei dieser Rundfahrt im Jahr 2021 eintragen. Wie es weitergeht mit dieser Rundfahrt, werden wir dann in den nächsten Jahren sehen, was da noch passiert. Das Ziel von Florian König und seinem Team wäre es, eine UCI-Rundfahrt auf die Beine zu stellen. Da sind wir auf dem besten Weg am Sonntag. Am Samstag geht es ja dann los mit der Tour de Suisse der Frauen und sowas wäre dann auch in Zukunft hier in Niederösterreich geplant. 1 Minute und 41 ist offiziell der Rückstand von gestern nach dem Zeitfahren für Katharina Fox. Auch das schrumpft heute natürlich dann ein bisschen zusammen. Das wird unter 1 Minute gehen und mal schauen, wie sie sich dann auf den kommenden Etappen tut. Viele Teams haben natürlich gesagt, ein Etappensieg hier von den 4 Etappen, das wäre ein großes Ziel oder mehrere Top-Platzierungen. Auf die Gesamtwertung gehen natürlich ganz wenige Teams nur, unter anderem natürlich hier das Team von Matatom Developer von den Polen, aber natürlich auch das TKK Pacific Nestle Fitness Team, die heute wahrscheinlich die Gesamtführung innehaben werden, auch noch nach dem Rennen. Also das angesprochen, 1 Minute und 41 Sekunden, das ist der Rückstand der Dame, die wir jetzt wieder sehen, auf die führende Carolina Kumjäger. Was noch dazu kommt,
Die Fahrerin, die heute die Etappe gewinnt, bekommt 10 Sekunden Zeitbonifikation dazu. Also da wird sie dann noch 10 Sekunden dazu gewinnen. 6 Sekunden gibt es für die Zweitplatzierte und 4 Sekunden für die Drittplatzierte. Von der führenden Carolina Kumjäger wissen wir aktuell nichts, aber da gehen wir davon aus, dass die in der Gruppe, die Fahrerin aus Deutschland, die wir jetzt wieder sehen, jagt. Aus dem Sattel und hinauf ins Ziel. Das ist der letzte steile Schlussanstieg hier für die wahrscheinlich gleiche Etappensiegerin hier, die wir hier sehen werden. Katharina Fox probiert es noch einmal ordentlich, pumpt hier rein. Und da sehen wir auch, die hat noch Kraftreserven hier für die letzten Meter. Ja, sieht nicht allzu müde aus. Und ich glaube, zum letzten Mal hat es jetzt da Infos gegeben. Wir kommen jetzt aus Empfing raus und somit ist alles angerichtet fürs Finale hier auf der zweiten Etappe bei der Sportland Niederösterreich Women's Tour. Ich glaube, in Kürze kommt sie dann in die Litter Zone, in die Green Zone. Da können sie dann ihren Ballast noch abwerfen. Also die beiden Flaschen, die sie da noch in den Flaschenhaltern hat. Schauen wir mal, ob sie das machen wird oder ob sie gar keine Zeit hat, daran zu denken. Denn eines ist natürlich klar, dieses Rennen hier heute und der mögliche Etappensieg wird sie in der Gesamtwertung deutlich nach vorne bringen. 1,40 war es nach dem Zeitfahren auf die momentan noch Dame im gelben Trikot Carolina Kumjäger. Wie viel wird es nach dieser Etappe sein? Das sind dann die letzten Meter, die steigen noch einmal und zum 10. und letzten Mal auf den 10 Runden ist sie jetzt in diesem Anstieg drinnen, Katharina Fox vom deutschen Team RSG Gießen-Bieler. Ja, wir sind mittlerweile, wie es aussieht, auf den letzten 500 Metern der 76 Kilometer, die es heute zu fahren gibt, angekommen. Das ist sie, Katharina Fox. Das könnte gut aussehen und da sehen wir jetzt das von hinten heranbrausende Feld. Und die probieren jetzt natürlich noch einmal zu attackieren in dieser vorletzten Anstieg. Und da geht es aber ganz, ganz schnell, dass man hier aufholen kann. Auch das haben wir angesprochen hier. Aber zum einen sehen wir hier mal die Etappensiegerin kurz vor dem Ziel. Katharina Fox gewinnt hier die zweite von 4 Etappen von der RSG Gießen-Bieler. Gratulation zu dieser mutigen Leistung. Nach 76,2 Kilometern gewinnt sie hier nach einer Fahrzeit von in etwa 2 Stunden und 5 Minuten die zweite von 4 Etappen und dahinter, und so schnell kann es gehen, holen die fast eine Minute auf, und das war jetzt kein Rückstand von 15 Sekunden mehr in diesem steilen Schlussstück, nur um zu demonstrieren, wie stark das Peloton ist, wenn es so sein soll. Ja, drei Damen vom Matt Atom Developer Women Cycling Team sind da auf die Ränge 2, 3 und 4 gefahren. Da warten wir noch auf Pacific Nestle Fitness Cycling. Die dürften sich da in der Nachführarbeit etwas abgeschlossen haben. Und 12 da haben wir jetzt Sekunden waren es dann Ergebnis. Mehr. Das ist aber super schnell gegangen. Auf Platz 3 gleich Lucia Pietruszak, die, wie gesagt, vor 2 Jahren dieses Rennen gewinnen konnte. Nur mehr 12 Sekunden Rückstand hier auf Katharina Fox. Wie gesagt, 1,5 Kilometer vom Ziel waren es 1 Minute und 5 und zum Schluss 12 Sekunden. Ja, da ist es nochmal knapp geworden. Also viel länger hätte es nicht dauern dürfen für Katharina Fox vom RSG Gießen-Bieler, die hier nach 2 Stunden, 5 Minuten und 7 Sekunden die zweite Etappe bei der Sportland Niederösterreich Women's Tour in Stephanshardt gewinnen kann. Die Dame, die vor kurzem bei der Lotto Thüringen Ladies Tour bei ihr zu Hause in Deutschland mit dabei war. Da ging es über 6 Etappen und da dürfte sich eine gute Form aufgerissen haben, wie es aussieht. Auf jeden Fall. Hier in dieser Ausreißerrolle ist sie weggekommen nach 6 Runden in etwa. 6,5 Runden und hat es durchgezogen. Bis Runde 10, bis zum Ziel. Gerade noch ist es sich ausgegangen, während die anderen hier gleich und schnell aufgeholt haben. Auf den letzten 1,5 Kilometern nur. Keine Österreicherin, leider unter den Top 10. Auch das haben wir gesehen. Zwei deutsche Damen waren mit dabei und vor allem eines wieder, und das waren viele Polinnen, die zwei dominierenden Teams hier. Matt Atom Developer Women's Cycling, aber natürlich die Gesamtführenden noch TKK Pacific Nestle Fitness Cycling, die hier vorne mit dabei waren. Statt Nummer 66 haben wir hier ein Bild, die falsche Nummer oben, wenn wir das so richtig gesehen haben, Hanna Streicher, wann könnte das sein, vom Team Develop Ladies, auch hier schon im Ziel nach diesen 76 Kilometern. Und da sehen wir natürlich, da geht es gleich hier in den Versorgungsposten zum Materialwagen. Und wichtig. Luxemburgisches Nationalteam sehen wir da, da wird das Rad Cervelo auf den Radsteller gehangen und dann wird sich einmal regeneriert, bevor es dann morgen weiter zur dritten Etappe geht.
Na, sind natürlich auch alle völlig blau hier. Zehnmal den Anstieg ist es heraufgegangen, 76,2 Kilometer hier geschafft. Quasi Halbzeit der Tour ist geschafft, der Sportler Niederösterreich Women's Tour. Morgen dann weiter, die nächste Reise 80 Kilometer, Start um 12.30 Uhr und Sonntag 93,6 Kilometer, Start um 9 Uhr. Keine Bergankünften mehr, das war's? Quasi. Nein, genau. Bergpunkte gibt es dann erst am letzten Tag wieder, aber da gibt es keine Bergankunft, da wird das Ziel im Flachen sein, nämlich in Markersdorf, da wo es morgen schon losgeht. Morgen geht es dann erstmalig um die Sprintpunkte. Und am Sonntag gibt es dann jeweils Sprint und auch Bergpunkte auf der letzten Etappe, die dann mehr als 90 Kilometer zählt. Hier sehen wir Martina Berger-Schauer vom Veranstalterteam Union Radrennteam Pilachtal, die morgen den Heimvorteil ausnützen könnten. Die kennen natürlich hier die Gegend, die Strecken auch aus Trainingsgründen und Vorbereitung auf dieses Rennen bestens. Das ist natürlich schon der Vorteil von den Heimteams hier. Aber man sieht natürlich auch, wenn hier Europaklasse-Teams mit dabei sind, dann haben dann auch die Österreicherinnen relativ wenig hier mitzureden. Ja, interessant wäre, wenn wir hier zum Beispiel eine Anna Kiesenhofer mit dabei hätten, die schon ein paar Mal bewiesen hat, dass sie zur erweiterten Weltspitze im Damenradsport gehört. Die ist hier leider nicht mit dabei in Niederösterreich. Vielleicht dann nächstes Jahr. Schauen wir mal, Anna Kiesenhofer, die Niederösterreicherin, die in der Schweiz zu Hause ist. Und da sehen wir das deutsche Nationalteam der Juniorinnen, die heute einmal punkten haben können. In der Person von Linda Riedmann, die wurde bei der ersten Bergwertung Zweite und hat sich da zwei Punkte sichern können. Und die Coaches schauen da auch relativ zufrieden hier momentan aus mit den Leistungen von ihren Radfahrerinnen, von ihren Radsportlerinnen. Ja, gestern hat die gesamte Sache hier gestartet am 3. Juni um 16 Uhr mit einem 14 Kilometer langen Zeitfahren am World Bicycle Fahrradtag und heute 4. Juni, zweiter Tag. Endlich ist es auch warm geworden, 25,5 Grad in etwa heute während der gesamten Etappe. Auch morgen bleibt es warm, könnte aber später noch ein bisschen gewittrig werden. Ja genau, also das haben wir gesehen. Morgen und am Sonntag sind Gewitter vorhergesagt. Hoffen wir mal, dass sich das nicht bewahrheitet. Es wird dem Rennen vor allem morgen seine Würze geben. Am Kurs, der ohnehin schon nicht der einfachste ist aus dem technischen Blickpunkt. Da gibt es dann die von Paco Wohlig angesprochenen Betonplatten und auch einige Kurven am Kurs. Hören wir mal bei den Schweizerinnen zu. Ja, eigentlich ist das, was da mir gefahren bist. Du bist immer Offroad gefahren. Anstatt gegen mich nicht dagegen haben, nur gerade gewesen. Ja, ich habe gedacht. Schade, ich. Irgendwer ist immer Offroad gefahren, das habe ich zumindest verstanden. Tja, was soll ich sagen? Sportland Niederösterreich TV, die meisten Zuseher aus dieser Region werden es wahrscheinlich nicht verstanden haben, aber es wird ja auch auf K19 übertragen. Und ich glaube, da haben wir ein starkes Vorarlberger Publikum, die haben schon eher verstanden, was unsere Schweizerinnenfreunde hier gesprochen haben. Lamusette Cycling. Aus dem Rheinviertel. Ja genau, da sehen wir Marlene Schilling, eine der Gründerinnen des Lamusette Radunion Teams. Ist geflogen. Gestürzt sein, die Dame. Wir haben ein paar Stürze gesehen, wie gesagt, heute schon in Runde 1 und in Runde 2. Und wir warten jetzt noch einige Minuten. Dann nehmen wir natürlich auch noch hier die Siegerehrung bei den Damen mit für dieses Rennen. Das war übrigens die Nummer 81, Katharina Fox. Vielleicht können wir die ganz kurz mitnehmen und einmal schauen, was sie zu sagen hat. Bevor wir mal die Startnummer 81. Die fährt hier schon wieder hin. Es geht rauf, jawohl, es geht hinauf zur Bergwertung. Ah, zur Bergwertung, zur Siegerehrung natürlich hier. Das ist die Siegerin von heute. Ja, großer Dank auch an die. Da läuft natürlich unsere Kameradame mit. Das ist ja absolut super, dass es sowas überhaupt gibt. Vielen Dank auch hier an die super Übertragung bei diesem tollen Wetter. Die Nummer 81, Katharina Fuchs, ist sicherlich überglücklich und ich glaube auch überrascht, dass sie diese Etappe gewonnen hat.
Also mit dem hat man nicht rechnen können, dass eine Dame, die so früh attackiert, dann wirklich es bis ins Ziel alleine schafft. Also wirklich Chapeau, formidable Leistung, wird es auf Eurosport heißen. Da gratulieren wir der Dame aus Deutschland vom RSG Gießen-Bieler Team nochmals zum Etappensieg hier in Niederösterreich. Bevor es dann noch in die Siegerehrung hineingeht, könnte sein, dass wir noch ein paar Replays von der Strecke haben und immer wieder hineinblicken. Ein paar Minuten wird sicherlich noch dauern, bis hier die Siegerehrung von der zweiten Etappe losgeht. Sehen wir noch einmal die Bergwertungen, die Schlusssprints hier hinauf. Giftige Schlussmeter. Also das war die Zieleinfahrt und ich glaube, dass ich da drei Damen vom Matt Atom Developer Women's Cycling Team auf den Rängen 2, 3 und 4 gesehen habe. Das hat es uns jetzt im Endergebnis nicht angezeigt. Und das war noch einmal der Start heute um 15.15 Uhr. Vorne aufgereiht alle vier Trikots, die es hier gegeben hat. Und das gleich nach dem Start noch mit großem Starterinnenfeld. 112 Damen sind hier ins Rennen gegangen. So viele werden wir morgen nicht mehr sehen. Zum einen werden einige aus dem Rennen gegangen sein und zum anderen hat es ein paar Stürze gegeben. Hoffentlich ist da nichts Gröberes passiert. Hier sehen wir es. Das war in der ersten Runde hier dieser Sturz. Ja, im großen Feld fahren, wenn es nicht allzu viele Rennen in den letzten Zeiten gegeben hat. Im Training kommt es ja auch kaum vor, dass man hier in solchen riesigen Gruppen fährt. Wäre auch eine unübliche Geschichte im Straßenverkehr. Und das hier noch einmal die schönsten Bilder vom heutigen Rennen auf diesem 7,6 Kilometer langen Rundkurs, der 10-mal zu befahren war, also 76,2 Kilometer insgesamt heute hier auf der zweiten Etappe der Sportland Niederösterreich Women's Tour. Ja, gespickt mit 760 Höhenmetern, also kann man sich schön ausrechnen. 10 Höhenmeter pro Kilometer ist eigentlich kein schwieriger Kurs. Wenn man es von der Papierform her ansieht, aber das Rennen war um einiges schwieriger, wie es aussieht, als wir uns das am Start vorgestellt haben. Da sehen wir jetzt nochmal das Pacific Nestle Fitness Cycling Team, die hier einiges an Arbeit geleistet haben auf der zweiten Etappe mit den drei Trikotträgerinnen von gestern, die einen Dreifachsieg beim Einzelzeitfahren in Herzogenburg eingefahren haben. Und da werden wir schauen, wenn heute mal der Strich darunter gesetzt wird, was übergeblieben ist vom gestrigen Dreifacherfolg bei den Damen aus Polen. Was wir auch gesehen haben, ist, sagen wir, die erfahreneren Teams und die erfahreneren Fahrerinnen, die sind auch relativ cool geblieben heute, das hat man gesehen. Hat aber dieser Sturz drinnen, mitten auf dem Hochgeschwindigkeitsteil hier auf dieser Strecke. Noch einmal zum Peloton. Die haben schon gewusst, was sie heute wahrscheinlich machen auf der zweiten Etappe. Die wissen, es kommen noch zwei Etappen, die auch nicht wirklich leicht sind, vor allem nicht die Schlussetappe. Allerdings, da geht es dann über die Distanz. Da werden wir dann mehr als 90 Kilometer haben, also auch das schwierig. Am vierten Renntag dann natürlich verliert man hier jeden Tag dem Rennen, fährt ein bisschen was an Energie und die Dame mit den meisten Energiereserven wird sich dann am letzten Tag etwas leichter tun. Und da sehen wir nochmals ein paar Bilder vom heutigen Rennen. Ja, vor allem vom hinteren Feld, da hat sich natürlich das Peloton relativ früh in Runde 2-3 absetzen können. 48 Fahrerinnen war es stark bis mehr oder weniger zum allerletzten Schlussanstieg. Erst dort ist es wirklich ein bisschen auseinandergegangen, denn sonst wäre es in der Abfahrt wahrscheinlich, die auch circa einen Kilometer lang war, wieder zusammengefallen hier auf diesem Rundkurs. Breit aufgefächert ist es gegangen, bis irgendwann nach 6,5 Runden Katharina Fox sich gesagt hat, ja, probieren wir es von vorne. Solch kleine Ausrissversuche haben wir des Öfteren gesehen, auch auf der Jagd nach Katharina Fox. Da ist nichts passiert. Das war's. Nach 6,5 Runden hat sie es probiert, erfolgreich durchgezogen hier bis zum Schluss. Anna, das war noch die Belgierin, die es versucht hat, die Dame vom Team Development Ladies, Nathalie Verschelden. Da ist dieses steile Stück gewesen, 500 Meter vom Ziel fängt es in etwa an. Eine kleine Kurve und dann die letzten 200 Meter, genau hier im Bild jetzt, die es wirklich in sich hatten.
Jetzt ist es ja vorbei hier, dieses Rennen nach 76,2 Kilometern. Da muss man wirklich durchbeißen. Auch wie du gesagt hast, auf der Papierform 10 Höhenmeter pro Kilometer nicht allzu viel. Aber es kompressiert sich eben alles zusammen auf diese letzten Meter mit bis zu 16% Steigung. Und das hat natürlich schon einiges in sich. Interessant wäre auch zu wissen, ob Antonia Niedermeyer da noch vorne mit dabei war in dieser Gruppe und ob sie ihre Führung in der Wertung der besten Juniorinnenfahrerin verteidigen hat können. Da sehen wir jetzt nochmal Bilder von der Siegerehrung der U15-Fahrer und Medina 17, da sehen wir nochmal diese Schlüssel. Dann hat er genau gewusst, soll ich noch oder soll ich nicht? Aber er hat es gerade noch geschafft, denn die Übergabezone ändert erst ein Stückchen weiter vorne. Ja, das war hier die Attacke von Katharina Fox, die erfolgreiche. Zum Glück auch natürlich für sie und für ihr Team, die heute Abend ein Glas Wein gesponsert bekommen von irgendjemandem aus dem Weinviertel vielleicht. Gibt es ja viel guten Wein zu trinken in Niederösterreich. RSG Gießen, Bieler, ihr Team. So, da sehen wir sie kurz im Dialog mit ihrem Betreuer. Da haben sie sich kurz ausgetauscht. Und da hier die harten Bilder aus dem Anstieg. Das sind diese letzten Meter hier gewesen. Bis zu 16% Steigung, also umgerechnet 16 Meter auf 100 Höhenmeter. Sehen wir uns mal, wie steil das da wirklich ist. Genau ist. Das ist wie beim Skifahren im Fernsehen. Man sieht teilweise nicht, wie steil das es drunter geht. Auch hier ist es natürlich so, dass es extrem steil nach oben geht. 28% übrigens, weil wir gerade an steilen Stellen sind, waren es damals bei der WM im Innsbruck an der steilsten Stelle in der Hölle hinauf beim Schlussanstieg im Männer-Elite-Rennen. Ganz kurz und knackig dort, auch hier bei den Damen heute 16% Steigung. Sieger damals bei den Herren? Der war heute schon erfolgreich. Sehr richtig. Alejandro Valverde, Weltmeister 2018. Hat auch mal von den verbotenen Früchten genascht, war gesperrt. Aber ist jetzt im hohen Alter immer noch voll vorne mit dabei in der Weltklasse. In wenigen Augenblicken sind wir dann drauf auf der Siegerehrung bei den Damen. Die nehmen wir natürlich noch mit. Und wir hören auch schon im Hintergrund, Interview gibt es jetzt mit der Etappensiegerin heute, mit Katharina Fox. Unglaublich, was für ein hartes Rennen heute, die zweite Etappe, die war richtig schwer und du hast es wirklich durchgezogen bis zum Schluss. Wie ist es dir gegangen? Ja, ich habe es versucht und dachte zuerst, es könnte knapp werden, ich versuch's. Mein Ziel war ehrlich gesagt die Bergwertung und dann dachte ich, ach komm, die zweite Bergwertung, die hole ich mir. Ich habe gemerkt, dass die Mädels so explosiv sind, wir kommen gerade von einer anderen Rundfahrt. Und es haben meine Beine einfach nicht hergegeben. Da habe ich gedacht, wenn ich es machen will, dann muss ich es auf diese Art und Weise machen. Und bin dann in der Abfahrt weggekommen. Und ja, nach der ersten Bergwertung habe ich gedacht, naja, okay, das war's vielleicht. Jetzt mal schauen, was noch kommt. Habe mich so ein bisschen an der zweiten Bergwertung festgehalten. Habe gedacht, bis zur neunten Runde halte ich auf jeden Fall noch durch. Und gefahren. Und ja, nach der neunten Runde hatte ich tatsächlich irgendwie eine Minute 20 Vorsprung. Und da habe ich mir gedacht, jo, das kann ich halt jetzt auch nicht verschenken. Ne? Hab's dann weiter durchgezogen und hab's dann tatsächlich irgendwie eingefahren. Ich bin selbst total überwältigt. Es ist Österreichs einziges Etappenrennen für Frauen. 9 Nationen sind allein am Start. Man kann sagen, die Welt schaut, die Frauenradsportwelt hier in der Umgebung, schaut auf jeden Fall auf dieses Rennen. Wie wichtig ist es für euch persönlich, für euer Team? Es ist schon sehr wichtig. Es ist die zweite Rundfahrt überhaupt für unser Team. Wir freuen uns total, hier sein zu dürfen. Und ja, es ist auch, also ich habe tatsächlich das Fahrrad bei einem Bekannten des Veranstalters hier aufbauen lassen. Noch, es war alles ein bisschen hin und her die letzten Tage. Und der sagte auch, dass dem Veranstalter irgendwie der Frauenradsport so am Herzen liegt und dass das irgendwie die einzige Rundfahrt hier in der Umgebung ist. Und ich finde es total toll, dass das hier möglich gemacht wird. Wir sind zu Gast im Sportland Niederösterreich. Wie gefällt dir so die Gegend? Total schön. Ich bin zum ersten Mal hier.
werde ich definitiv auf meine Radfahrurlaub-Zielliste schreiben. Da freut sich auf jeden Fall der Organisator, da freuen sich die Sponsoren. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, Katharina Fox. In Kürze ist dann die Siegerehrung der Wahl zurück zu euch ins Studio. Vom RSG Gießen ist Sibylla, ist sie am Start hier. Das noch einmal ihr Stephen Spike mit der Startnummer 81, mit dem sie heute erfolgreich ins Ziel gekommen ist. Eine super Fahrt. Allerdings, jetzt haben wir sie nochmal gehört, die sympathische deutsche Katharina Fox. Ja, gewinnt hier nach 10 Runden in Stephanshardt die zweite Etappe der Sportland Niederösterreich Women's. Und sie hat gesagt, sie wird in diese Gegend wieder zurückkommen, zum Radurlaub machen. Vielleicht kommt sie auch in Zukunft wieder zurück, um hier Radrennen zu fahren. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit dieser Rundfahrt. Ihr Team ist ja auch mit dabei, der RSG Gießen Bieler in der deutschen Rad-Bundesliga, sowie auch zum heuer ersten Mal, und das wollen wir auch immer wieder ansprechen, zum ersten Mal eine Damen-Rad-Bundesliga organisiert vom österreichischen Radsportverband veranstaltet wird. Genau, so ist es. Zwei Rennen sind bisher gefahren worden. Weiter geht es dann in 2 Wochen in Kufstein bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Einzelzeitfahren, und dann geht es schon wieder weiter in Niederösterreich, und zwar im Erlauftal, das einen Steinwurf weit von hier entfernt ist, von St. Pölten. Da geht es dann weiter mit den Wieselburger Radsporttagen. Mittlerweile, die sind von Burgstall nach Wieselburg umgezogen, und da wird dann am Samstag in einem Juli, ich glaube der 18. Juli ist es, wird dann ein weiteres Rennen der Damenbundesliga ausgefahren, und da könnten auch die Damen vom RSG Gießen-Bieler eigentlich wieder mit dabei sein. Warum auch nicht? Morgen zumindest sind sie es auf jeden Fall mit dabei. 80 Kilometer lang morgen die Etappe. Start um 12.15 Uhr. Wie schaut das Profil genau aus, und um was wird es da morgen gehen? Also morgen ist das Profil dann ein bisschen anders als heute. Wir sind am 4 Kilometer langen Kurs in Markersdorf, dort wo sonst immer der traditionelle Grand Prix Fliegerhorst stattfinden wird, und da geht es um einige Ecken, also sehr verwinkelter Kurs, und der ist auch windanfällig, also morgen wird es das ganze Rennen ziemlich früh, schätze ich einmal, explodieren lassen, und da sind wir dann gespannt, ob da morgen wieder die Polinnen vorne mit dabei sind oder welche Damen sich da im flachen Terrain besonders gut im Feld bewegen werden. Also wir werden es dann morgen sehen. Wer sich hier gut verstecken kann, vor allem vielleicht morgen im Feld, Zeitfahrqualitäten könnten auch wieder gefragt worden sein, vielleicht erleben wir die ein oder andere Windkante, also das Spiel mit dem Wind, könnte morgen nicht ausgeschlossen sein. Ja genau, vor allem durch die vielen Richtungswechsel wird es dann eben schwierig. Also da ist es dann wichtig, sich vorne im Feld aufzuhalten, und da wird auch die Startposition sehr wichtig sein. Also morgen ist es wirklich wichtig, weit vorne zu starten. Heute war es weniger wichtig. Da ist es mit einer Abfahrt losgegangen, neutralisiert, und unten im Flachen wurde dann das Rennen eröffnet. Morgen werden wir sehen, wie das von der Rennleitung gehandhabt wird, aber morgen auf jeden Fall schauen, dass man weit vorne steht. 80 Kilometer, die morgen zu fahren sind, und Sonntag dann die vierte Etappe, also quasi kann man heute mal von Halbzeit sprechen. Gestern ist es losgegangen mit einem Einzelzeitfahren über 14 Kilometer. Heute dann diese zweite Etappe, Etappen 3 und 4 morgen, und wir schauen wieder einmal hinaus zu Michaela Meyer. Da ist der nächste Interviewgast. Ja, bei mir Jürgen Brettschneider, Präsident des Landesradsportverbandes Niederösterreich. Die zweite Etappe der Sportland Niederösterreich Women's Tour ist geschafft. Alle sind happy. Wir haben eine tolle Siegerin aus Deutschland, die gerade sehr emotional war, dass sie im Sportland Niederösterreich sich richtig wohlfühlt. Und obwohl es hart war für sie heute bei den Temperaturen, bei der harten Strecke, hat sie es auch genießen können. Wie freut dich das? Es freut mich unheimlich, und wenn sie schwärmt von der Strecke, dann kann ich sagen, Sportland Niederösterreich hat sich ja heute von der besten Seite gezeigt, nicht nur vom Wetter, sondern auch von der Strecke. Es war, glaube ich, alles da, es war ein sehr schwerer Anstieg, es war eine tolle Abfahrt, es war dazwischen flach und windig. Ich glaube, wir haben heute 2 tolle Rennen gesehen mit einer wirklich tollen Siegerin. Für mich sehr überraschend, nach der starken Leistung der Polinnen von gestern hat sie sich ihr Herz genommen, ist rausgefahren, und es hat mich gefreut, dass sie ins Ziel gekommen ist, ja. Morgen ist die dritte Etappe in Markersdorf. Wir reden die ganze Zeit schon von einem Paris-Roubaix-Feeling, weil es ja dort diese alten Betonplatten rund um den Fliegerhorst gibt. Wie ist das? Ich meine, du bist Radsportler. Wie ist das, wenn man dort drüber fährt? Was ist so der Unterschied? Ich glaube, es ist für den Zuschauer wahrscheinlich spektakulärer, aber für den Radfahrer, die Betonplatten sind nicht für den Radfahrer selber so gefährlich. Er stellt sich relativ schnell auf das Terrain ein. Teilweise sogar besser, weil die Radfahrer aufmerksamer sind. Also die Radfahrer sind von Haus aus mehr konzentriert auf so einem Untergrund. Ich finde es ein tolles Rennen. Es ist wirklich ein tolles Flair, und es ist super überschaubar dort, und ich freue mich schon auf die morgigen Rennen.
Auf jeden Fall ist es ja vom Kurs eher flacher. Heute war es sehr hügelig, sehr bergig, sehr knackig. Das heißt, wen siehst du da bei den letzten beiden Etappen? Hast du da irgendwelche Favoritinnen? Was ist eigentlich mit Österreich? Ich denke, dass die Vera Eberhardt morgen sicher ein Auge drauf haben wird. Und ich denke, auch wenn es flach ist, man darf es nicht unterschätzen, denn es wird morgen so sein, dass sich sehr viele Gruppen bilden. Es werden noch viele versuchen anzugreifen. Und die Gefahr ist, wenn man zu lange wartet und dann Gruppen bilden, dann ist man auch sehr schnell weg. Und ja, ich hoffe morgen, dass sie die Vera morgen von ihrer Sprinterseite zeigen kann. Und da können wir uns auch einmal von den österreichischen Nationalteamfahrerinnen vorne präsentieren. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die morgige, auf die dritte Etappe. Jürgen Brettschneider, der Präsident, ist motiviert. Damit sind es wir auch und schalten zurück zu euch ins Studio. Ja, wir freuen uns natürlich auch schon auf die kommenden zwei und auf die letzten beiden Etappen hier bei der Sportland Niederösterreich Women's Tour. Einmal noch 80 Kilometer und zum Abschluss 94 Kilometer, die zu fahren sind. Jetzt ist natürlich für die Damen dann die Frage, wer hat die Substanz für das Wochenende? Ja genau, das wird sich dann morgen herausstellen und am letzten Tag natürlich auch noch. Also ich glaube, dass man nach dem morgigen Tag, also morgen werden wir mal die Rundfahrt sicher nicht gewinnen, aber man kann sie morgen verlieren und das, wenn wir dann sehen, am letzten Tag wird dann die Entscheidung fallen. Also das glaube ich. Das ist gut, denn wir gehen damit raus. Wir sagen danke fürs Zuschauen bei der zweiten Etappe. Die Siegerehrung gibt es gleich noch im Anschluss. Thomas und Binder und ich, wir machen mal kurz Pause, sagen danke. Wir sehen uns morgen wieder natürlich live hier auf Sportland Niederösterreich TV und auf K19. Um 12.15 Uhr beginnt unsere Übertragung und am Sonntag ebenfalls im Sportland Niederösterreich TV und auf K19 ab 8.45 Uhr. Wir sehen uns morgen wieder, 12.15 Uhr. Viel Spaß mit der Siegerehrung. Das war jetzt jetzt wird noch das Foto gemacht und noch bitte das Trikot der heutigen, nach der heutigen zweiten Etappe. Und dieses Gesamtklassement, das ist fest in österreichischer Hand. Und damit nochmal ein großer Applaus, herzliche Gratulation an den führenden. Ja, weil das Weiße haben wir ja schon gemacht. Machen wir Sprint jetzt. Ja? Damit kommen wir zur nächsten Wertung, zum Sprint. Ein Geschenk von Organisationsleiter Florian König. Leading.
Gratuliere durch auch der Gabriela. Freund, zurück zu euch ins Studio. Das war jetzt jetzt wird noch das Foto gemacht und noch bitte das Trikot der heutigen, nach der heutigen zweiten Etappe. Und dieses Gesamtklassement, das ist fest in österreichischer Hand. Und damit nochmal ein großer Applaus, herzliche Gratulation an den führenden. Ja, weil das Weiße haben wir ja schon gemacht. Machen wir Sprint jetzt. Ja? Damit kommen wir zur nächsten Wertung, zum Sprint. Ein Geschenk von Organisationsleiter Florian König. Leading.
Tore, Ladies. Gratulieren durch auch der Gabriela. Freuen zurück zu euch ins Studio. Das war jetzt da. Jetzt wird noch das Foto gemacht und noch bitte das Trikot der heutigen, nach der heutigen zweiten Etappe. Und dieses Gesamtklassement, das ist fest in österreichischer Hand. Und damit nochmal ein großer Applaus, herzliche Gratulation an den führenden. Ja, weil das Weiße haben wir ja schon gemacht. Machen wir Sprint jetzt. Ja? Damit kommen wir zur nächsten Wertung, zum Sprint-Eingeschenk von Organisationsleiter Florian König. Leading. Thank you.
Ladies. Gratulieren durch auch der Gabriela Erdmann. Freund, zurück zu euch ins Studio. Das war jetzt nach der heutigen zweiten Etappe. Und es gratuliert die Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner, der Drittplatzierten des Tages. Der zweite Platz, meine Damen und Herren, geht ebenfalls an die Mannschaft aus Polen, Atom Developer Women Cycling Team, an Agnieszka Skalinak-Sojka. Second of today's stage from Poland, Matatom Developer Women Cycling Team. From Poland, Agnieszka Skalinak-Sojka. Und der Preis wird vergeben vom Bürgermeister von Adaka, Diplom-Ingenieur Johannes Ressel. Ressel, Entschuldigung. Und wir kommen zur Siegerin. Sie hat nach der zweiten Bergwertung attackiert, angegriffen und hat das Ding über vier Runden solo durchgezogen. Und die heutige Siegerin kommt aus Deutschland, vom RSG Gießen-Bieler, Katharina Fox.
winner of today's stage here in Stephansharth from Germany, RSG Gießen Bieler Team, Katharina Fox. Und es wird gratuliert und der Preis übergeben in Vertretung von Landeshauptfrau Mikkel Leitner, die Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer. Natürlich gratulieren ja alle Ehrengäste, auch der Bürgermeister Hannes Bressel. Wir bitten die Ehrengäste noch zum Foto. Für die Presse natürlich ganz wichtig, die Fotos mit den Top 3 des Tages. Applaus noch einmal für die Siegerin und die Platzierten der heutigen zweiten Etappe hier in Stephansharth. Herzliche Gratulation an Katharina Fox. Meine Damen und Herren, wir kommen zum gelben Jersey, das Yellow Jersey vom Sportland Niederösterreich hier gesponsert. Und das bekommt die Gesamtführende nach zwei Etappen, führt sie mit einem Vorsprung von 13 Sekunden. Und ebenfalls aus Polen hat auch gestern das Zeitfahren gewonnen in Herzogenburg vom DKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team, Karolina Kumiega. Representing the yellow jersey, sponsored by Sportland Niederösterreich, from Poland, TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team, Karolina Kumiega. Das gelbe Trikot überreicht von Landtagsabgeordneter Michaela Hinterholzer, unser Präsident Jürgen Brettschneider, behilflich beim Ankleiden des Jerseys. Congrats to the leader in the GC classification from Poland, Karolina Kumiega. Wir kommen zum roten Trikot. Es gibt ja auf jeder Etappe 20 Punkte plus. Dann morgen auch bei den Sprintwertungen gibt es auch noch Zusatzpunkte zu sammeln. Und deshalb übernimmt das rote Trikot von Gatorade gesponsert die Nummer 68, auch vom DKK Pacific Nestle Fitness Cycling, tragen wir dieses Trikot dann morgen, aber die Zweitplatzierte in dieser Wertung, weil die eine kann, wenn sie gleich ist, nicht zwei Trikots tragen. Und rotes Trikot an Karolina Kumiega. Leading in the points classification, the Sprint Classement, the red jersey, sponsored by Gatorade. From Poland, Karolina Kumiega. Ja, tragen wir dieses Trikot morgen die Katharina Fox als Zweitplatzierte in der Punktewertung. 6 Punkte fehlen. Und zwar Jerseys kann man nicht gemeinsam tragen, unmöglich. Leading in the sprint classification, wearing the red jersey from Gatorade, Karolina Kumiega. Ja, meine Damen und Herren, und heute gab es erstmals Bergpreispunkte zu holen in der dritten, sechsten und neunten Runde. Und da gibt es das blaue Trikot von Divings. Und dieses blaue Jersey hat mit 7 Punkten, um einen Punkt hat sich es geschafft, übernommen von der Mannschaft ebenfalls aus Polen, Mad Atom Development Women Cycling Team, Dominika Wlotarczyk. Queen of the Mountain after the second stage of today from Poland, Mad Atom Developer Women Cycling Team. From Poland, Dominika Wlotarczyk. Und der Bürgermeister kommt hier mit dem blauen Jersey von Divings Bürgermeister Diplom-Ingenieur Hannes Bressel. Und dann gibt es noch die Gratulation der Landtagsabgeordneten Michaela Hinterholzer in Vertretung von Landeshauptmann Johanna Mikkel-Leitner. Das ist die Gratulation
für die Führende in der Bergwertung nach zwei Etappen. Meine Damen und Herren, es gibt noch den Preis, das weiße Jersey von Raiffeisen, heute überreicht von der Region Amstetten, vom Prokurist Martin Grossinger. Und gestern war sie schon im weißen Jersey und sie hat heute mit dem 16. Platz erfolgreich verteidigt. Sie ist ja aktuelle Gesamt-Weltcup-Siegerin U20 im Skibergsteigen. Dort war sie auch Weltmeisterin U20 und holt sich hier dieses weiße Trikot von Raiffeisen vom Team Mangerz-Eder Bayern, Antonia Niedermeier. Representing the white jersey, sponsored by Raiffeisen from Germany, Team Mangerz-Eder Bayern, Antonia Niedermeier. Und Raiffeisen Region Amstetten, Prokurist Martin Grossinger übergibt das weiße Trikot an die beste Juniorin. Und auch die Gratulationen kommen von Landtagsabgeordneter Michaela Hinterholzer. Herzlichen Glückwunsch, das ist der Applaus für Antonia Niedermeier. Ja, und ich habe heute schon mal gesagt, der Toni Balzer bei den Damen, wobei sie ja Weltmeisterin ist. Toni Balzer ist Vize-Weltmeister, der jetzt zu Bora Hansgrohe gewechselt ist und sie zum Team Mangerz-Eder Bayern. Also ganz interessant immer wieder auch, welche Fahrerinnen und Fahrer hier bei dieser Rundfahrt dabei sind. Ja, meine Damen und Herren, das war's hier von der Siegerehrung der zweiten Etappe. Ich darf Sie einladen, morgen geht's wieder los um 13 Uhr in Mackersdorf, dort wo alles begonnen hat 2014 mit dem Grand Prix Fliegerhorst. Morgen das Betonplattenrennen, das Rennen, ich sage immer Paris-Roubaix von Österreich und Sie sind natürlich hier herzlichst eingeladen. Schönen Abend wünschen wir noch und wir freuen uns morgen auf die dritte Etappe. Start in Markersdorf, pünktlich um 12.30 Uhr. Good evening and see you tomorrow for the third stage of the Sportland Niederösterreich Women's Kids Tour 2021.